Ja, erstmal schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne auch mal nach München gekommen. Also ist noch nicht das Südlichste, was ich geschafft habe. Ich war vor 2 Wochen am Bodensee. Also man kommt doch einiges rum. Ich beginne mit einem kurzen ich lese 2 Seiten vor aus der Einleitung und danach beginnen wir dann mit dem Frage- und Antwortspiel. Falls jemand zwischendurch was bemerken will, falls jemand Fragen hat, kann er jederzeit einreichen. Wenn jemand Choreferate halten will, dann verweise ich ihn auf den Schluss. Aber ansonsten belebt das hier nur das Geschäft. Okay. Ausstieg aus dem Kettenkarussell. Wir stehen am Abgrund. Die Weltbevölkerung im Kurs auf die 10 Milliarden Marke. Und alle wollen anständig leben können. Wenn all diese Menschen auch nur den Wohlstand erreichen sollen, der dem jetzigen OECD-Durchschnitt entspricht, das ist deutlich weniger als unser deutscher Standard, dann müsste die Weltwirtschaft 15 Mal so viel produzieren wie heute. Das wäre 75 Mal so viel wie im Jahre 1950. Diese verblüffende Rechnung stellte der britische Ökonom Tim Jackson in seinem Buch auch vor. Zugleich hat der Weltklimarat in seinem Bericht, in seinem letzten Bericht vorgerechnet, dass wir bis 2050 die Emissionen von Kohlendioxid weltweit um 85% reduzieren müssen. Bei gleicher Verteilung für alle Menschen bedeutet das für jeden Deutschen eine Reduzierung um 95%, also auf ein Zwanzigstel. Für US-Amerikaner noch mehr. Wie soll das zusammengehen? Das ständige Wachstum hat offensichtlich nicht den Wohlstand gebracht, den wir uns davon erhofft hatten. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Einkommen der Menschheit verfünffacht und doch leben immer noch Milliarden im Elend. Auch die ungleiche Verteilung der Güter wurde nicht korrigiert. Im Gegenteil, der Abstand zwischen Arm und Reich nahm in den letzten Jahrzehnten sogar zu, der zwischen Europa und Afrika ebenso wie die Unterschiede innerhalb Deutschlands. Man kann sogar sagen, genau das Datum beziffern. Es gab seit der Weltwirtschaftskrise und den Rooseveltschen Reformen in den USA, Regulierung der Weltmärkte und so weiter und hohe Steuern, gab es seit den 30er Jahren bis in 1980 nahm die Ungleichheit in der Welt ab. Und zwar erheblich. Und ab 1980, als man auf die Krise von 1973 reagierte, indem man liberalisierte und die Steuern wieder senkte, nahm die Ungleichheit in der Welt wieder zu. Ich stelle an dieser Stelle immer eine Preisfrage. Ich weiß nicht, wer gerade jetzt dran ist. Was glauben Sie, wie hoch der Spitzensteuersatz unter Kennedy war in den USA? Sie haben eine Antwort frei. Was glauben Sie? 85? 91%. Ja? Und ich sage mal dazu, USA ist kein sozialistisches Land. Es ist irre. Das sind Zeiten gewesen, die sind heute gar nicht mehr vorstellbar. Über fast 40 Jahre war in den USA der Spitzensteuersatz über 90%. Wie hoch liegt der denn jetzt? Bei 35. Der Spitzensteuersatz. Ja, ja, der Spitzensteuersatz für die Reichen. Okay. Also ab 1980 hat zunächst in den USA und England mit der Regierungsantritt von Reagan und Thatcher, einige kennen das noch, und danach auch in allen anderen Ländern die Ungleichheit in der Welt wieder zugenommen. Die bisherige Politik war also noch nicht erfolgreich. Sie kann angesichts des Klimawandels und der endlichen Ressourcen sowieso nicht fortgesetzt werden. Tatsächlich verbrauchen wir mittlerweile mehr als doppelt so viele Ressourcen, wie unser begrenzter Planet hergibt. Und unser zunehmender Energieverbrauch führt dazu, dass wir die Erde kontinuierlich aufheizen. Es ist kein Wunder, dass nicht nur linke Systemkritiker, sondern auch etablierte Ökonomieprofessoren
über grundlegende Fragen neu nachdenken. Brauchen wir kein Wachstum mehr? Oder brauchen wir ein anderes Wachstum? Brauchen wir eine Renaissance der sozialen Frage? Müssen wir über Gleichheit und Gerechtigkeit neu nachdenken? In meiner Jugend verband man Wirtschaftswachstum noch selbstverständlich mit der Vorstellung von mehr Konsum für alle und einem glücklicheren Leben. Damals war das Auto für jeden noch unvorstellbar und eine Flugreise ans Mittelmeer war ein Traum, den sich nur Filmstars und Millionäre leisten konnten. Ich wohnte damals in Kiel, im Tiroler Ring, 404, also die Straße hatte noch wesentlich mehr Nummern und in dieser Straße standen zwei Autos in den 50er Jahren. Einige kennen das wahrscheinlich noch. Heute sind solche Träume für Normalverdiener längst Wirklichkeit geworden, aber das große Glück für alle ist trotzdem nicht gekommen. Wenn heute Politiker und Wirtschaftsexperten weiteres Wachstum einfordern, dann wird das längst nicht mehr mit der Glücksverheißung verbunden, die ohnehin keiner mehr glauben mag. Stattdessen wird postuliert, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, weil ohne Wachstum die Wirtschaft in eine Krise gerät. Nicht das Versprechen auf ein besseres Leben, sondern die Angst vor Arbeitslosigkeit und Absturz werden immer mehr zu Motoren der wirtschaftlichen Dynamik. Diese Situation erinnert fatal an die Fahrt in einem Kettenkarussell, das immer schneller wird. Einige kennen noch ein Kettenkarussell, ne? Wir alle sitzen drin und bekommen zunehmend Angst, doch die Geschwindigkeit nimmt immer mehr zu. Die ersten Fahrgäste geraten in Panik und wollen raus. Aber je rasanter wir kreisen, desto gefährlicher wird es, abzuspringen. So klammern wir uns fest in der Hoffnung, dass die Ketten nicht reißen. In dieser Situation brauchen wir eine Agenda, die sowohl radikal ist, als auch begeistern kann, die aber auch praktikabel sein muss. Also eine realistische Utopie. Offensichtlich sind erhebliche Veränderungen in der Logik unserer Gesellschaft erforderlich. Aber welche Änderungen sind sinnvoll? Welche Gesellschaft wollen wir haben? Die Kriterien dafür sind recht einfach zu formulieren. Gerecht soll sie sein und wirtschaftlich erfolgreich, nachhaltig und sicher, demokratisch und doch handlungsfähig. Soweit besteht vermutlich überwiegend Einigkeit. Aber wenn es darum geht, ein konkretes Modell zu finden, das diese Wünsche erfüllt, wird es schwierig. Der Kommunismus ist gescheitert. Der Kapitalismus hat die Kutsche gegen die Wand gefahren. Welche Alternativen gibt es? Ja, jetzt möchte ich dich fragen, warum hast du überhaupt das Buch geschrieben? Weil ich finde, dass zu viel gejammert wird. Die Linke ist sehr damit beschäftigt, zu erklären, was alles schlecht ist in der Welt. Ich glaube aber, dass die Leute auch viele wissen und sie sitzen im Kettenkarussell und sausen rum, klammern sich fest, wählen Merkel in der Hoffnung, dass das Ding hält. Ich glaube, dass Utopien wichtig sind und Ziele müssen konkrete Ziele. Alternativen sind das Wichtigste überhaupt, damit Menschen sich auch engagieren und sehen, dass was anderes geht. Ich war in meinem Leben, also ich sag mal so, ich komme aus Kiel, ich bin also Südskandinavier. Ja, das ist wichtig, weil Schleswig-Holstein gehört erst seit 150 Jahren zu Deutschland. Vorher waren wir dänisch. Wenn bei uns Nazis kommen, sage ich immer, haut ab, denn zu uns gehen wir nach Dänemark zurück, dann bleibt ihr allein in Deutschland. Ich bin viel in Skandinavien unterwegs gewesen. Ich weiß, dass vieles auch nicht gut ist, was dort läuft. Aber es gibt auch viele interessante Dinge, die hochspannend sind. Und wer einmal in einem Pflegeheim in Dänemark war und vergleicht das mit deutschen Verhältnissen, der kann nur staunen. Ich habe dann den Entwurf für das Buch geschrieben. An sich wollte ich ein bisschen mehr den Leuten erklären, wie das dort funktioniert. Es ist ja mal schwierig, als Autor einen Verlag zu finden. Ich habe schließlich meinen Agent in Hamburg hat schließlich einen Verlag für mich gefunden und sagte, du, der Verlag ist in der Schweiz, in Zürich. Ach, sage ich, und? Ja, dann musst du was über die Schweiz schreiben. Dann habe ich angefangen, dann dachte ich, ja gut, direkte Demokratie ist ja eine gute Geschichte, da kann ich schon mal was drüber schreiben. Und dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen.
Dann habe ich das Schweizer Rentensystem entdeckt. Das ist völlig irre, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man aus deutschen Verhältnissen kommt. Und so, dann habe ich nach Kanada geguckt und nach Australien, dann habe ich mich mit Japan beschäftigt und vielen anderen Ländern der Welt und habe festgestellt, es gibt überall Beispiele und Elemente, Dinge, die vorbildlich geregelt sind und besser geregelt sind als in Deutschland. Das Ganze ist ein Mosaik, wenn man das zusammenbaut, kriegt man ein Programm, das wäre radikaler als alles, was die Linke, die Grünen, die Piraten oder sonst wer in Deutschland sich ausdenkt. Das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, alles das existiert irgendwo. Ja? Und da habe ich gedacht, das will ich mal zusammenschreiben. Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist mehr theoretischer Natur, da geht es um grundsätzliche Fragen. Was ist Gerechtigkeit, was ist Glück, was ist Nachhaltigkeit und sowas. Da werden wir am Anfang ein bisschen drüber reden. Dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil besteht aus Beispielen aus aller Welt, wie man Dinge besser machen kann. Vom Verkehr bis über Bildung bis zu Umwelt und Wirtschaft und Finanzen. Und der dritte Teil, der kam dann, weil ich Workshops gemacht habe und mit Leuten diskutiert habe. Und da kam dann immer die Frage, kann man das umsetzen, wie geht das? Und dann kam der dritte Teil, der ist politischer Natur und beschäftigt sich mit Staat und Demokratie und ähnlichen Dingen. Den lasse ich heute aber weg, da werden wir gar nicht zukommen. Also wir machen am Anfang ein bisschen was aus dem ersten Teil und dann erzähle ich ein paar Beispiele aus dem zweiten Teil. Das ist so das Programm für heute Abend. Ja, und weil ich, also mir ist besonders wichtig, dass ich glaube, dass man etwas verändern kann, dass die Möglichkeit, was zu ändern, da ist. Und das ist das Entscheidende dafür, dass Menschen sich engagieren und auch in der Demokratie einsetzen, damit etwas geändert wird. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Ja. In Kapitel 2 schreibst du, dass Gleichheit, also dass mehr Gleichheit Glück bringen kann. Wie ist das zu verstehen? Ja, das kommt aus einem Buch von zwei Gesundheitsforschern aus Großbritannien, Wilkinson und Pickett. Die haben ein Buch geschrieben, in dem sie die Frage untersucht haben. Also an sich war ihr Ausgangspunkt, wie wirkt sich Ungleichheit, mehr oder weniger Ungleichheit auf, auf die Gesundheit aus. Weil sie Gesundheitsforscher sind. Das sind keine Soziologen, das sind Gesundheitsforscher, die beiden. Die kamen zu erstaunlichen Ergebnissen und haben das ausgeweitet. Zunächst mal, was bezeichnen die beiden als Ungleichheit? Die haben einen einfachen Index genommen, den sogenannten 20%-Index. Das heißt, die nehmen 20% der Bevölkerung die Reichsten und 20% der Bevölkerung die Ärmsten, und zwar vom Einkommen her, also die Reichsten vom Einkommen her und die Ärmsten vom Einkommen, also ein Fünftel und ein Fünftel, und bilden den Quotienten. Dann kommt raus, die besten Länder der Welt liegen irgendwo bei 3,5, also Schweden und Japan und so. Deutschland liegt bei 4,5, also das oberste Fünftel hat 4,5 mal so viel wie das unterste an Nettoeinkommen. Das Großbritannien liegt bei 6, USA liegt bei 8. Ja, was glauben Sie, wo liegt Brasilien? 15. Ist noch schlimmer, bei 26. Dann wird einem einiges klar von dem, was da los ist. 26, das ist nicht eine kleine 1%, die 26 mal so viel haben, sondern das ist ein Fünftel der Gesellschaft, hat 26 mal so viel wie das untere Fünftel. Das ist schon eine völlige Spaltung der Gesellschaft, die da stattfindet. Ja, Namibia ist der Rekord bei 54. Dann haben sie geguckt, gibt es systematische Unterschiede zwischen diesen Ländern, wenn sie ungleich sind, wenn die Ungleichheit unterschiedlich ist, zunächst bei Gesundheit und dann auch bei anderen Problemen. Klar ist, dass bei armen Ländern, Entwicklungsländern, ist es so, dass wenn die reicher werden, nehmen die Probleme ab, unabhängig von der Verteilung. Aber bei den entwickelten Ländern, also die Spanne von Portugal bis Norwegen. Portugal liegt bei 15.000 Euro Bruttoinlandsprodukt und Norwegen bei 90.000, also etwa das Sechsfache. Bei diesen Ländern
ist es so, dass praktisch das mehr oder weniger an Reichtum überhaupt nicht keine Auswirkung mehr hat. Spielt keine Rolle. Aber das mehr oder weniger an Gleichheit oder Ungleichheit hat extreme Auswirkungen. Statistisch sieht das so aus: Eine Verdoppelung der Ungleichheit führt dazu, dass die Fettleibigkeit, die Anzahl der Fettleibigen in der Gesellschaft um das 2,5-fache steigt. Die Anzahl der Drogenabhängigen steigt auf das 3-fache. Die Zahl der Gefängnisinsassen, also kein medizinischer Index, sondern ganz anderer Natur, die Zahl der Gefängnisinsassen steigt statistisch auf das 3-fache. Das ist so extrem, also der extremste Fall ist Louisiana gegenüber Japan. Die Zahl der Gefängnisinsassen ist 27 Mal so hoch im Verhältnis zur Zahl der Bevölkerung. Die Geburten von Minderjährigen steigen statistisch auf das 6-fache und so weiter. Die beiden Forscher haben dann einen Index gemacht, das heißt, sie haben einen Index gemacht, in dem sie auf der Senkrechten eingetragen haben, die ungleich mehr oder weniger Ungleichheit und auf der Waagerechten unten die Ungleichheit und oben die sozialen Probleme. Und das Erstaunliche ist, wenn sie alle entwickelten Länder dagegen halten, kommt fast eine gerade Linie raus. Das heißt, es gibt einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen Ungleichheit und sozialen und gesundheitlichen Problemen. Das hat man sich alles schon gedacht, aber das empirisch mal zu sehen, ist schon Hammer. Es müsste im Grunde die ganze Soziologie revolutionieren. Wenn ich jetzt überlege, mal in die praktische Politik gehen, bevor wir andauernd irgendwelche Drogenbekämpfungsprogramme, Gesundheitsprogramme, Kriminalitätsbekämpfungsprogramme und so weiter uns ausdenken, wäre es vielleicht viel spannender, die Ungleichheit etwas zu reduzieren. Wir würden viel mehr bewirken. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das innerhalb eines Landes aus? Es ist so, also ein interessanter Punkt, der mir aufgefallen ist, ist das Beispiel, was die Autoren bringen, ist die Kindersterblichkeit in Großbritannien und in Schweden haben die verglichen. Wenn ich die Kindersterblichkeit in Großbritannien betrachte, ist es genauso, wie man sich vorstellt. Also auch wieder 5 Gruppen, Einkommensgruppen, die reichsten und so weiter bis zur ärmsten Fünftel. Das reichste Fünftel hat, die Kindersterblichkeit ist halb so hoch wie beim ärmsten Fünftel. Das heißt, die Kinder der Armen sterben doppelt so oft. Hätte man fast erwarten können. Spannend ist, in Schweden ist es nicht so. In Schweden gibt es fast keine signifikanten Unterschiede in der Kindersterblichkeit der verschiedenen sozialen Gruppen. Sie sind minimal. Was könnte man denken, am tollen, an dem Gesundheitssystem liegen, dass sie ja haben ja ein staatliches Gesundheitssystem, ein Einheitssystem, es gibt aber auch Kritik dran. Okay, aber viel spannender ist, alle Gruppen in Schweden haben eine geringere Kindersterblichkeit als die reichsten in England. Und das kann nicht an der medizinischen Versorgung liegen. Denn ich bin sicher, die reichsten in England können sich mit Sicherheit eine bessere medizinische Versorgung als die in Schweden leisten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, und so erklären die Autoren das, ob man dem folgt oder nicht, muss man selber wissen, die erklären das mit sozialem Stress. Versuche das deutlich zu machen an einem Beispiel, das ich selber erfahren habe. Eine Freundin von mir kam neulich mit ihrer Familie aus Südafrika zurück, mit 3 Kindern, die jetzt schon um die 15 sind. Und die sagte zu mir: Martin, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Lebensqualität das ist, wenn die Kinder abends allein in die Stadt gehen können. In Kapstadt ist das so, da lebst du in einer Gated Community, heißt das. Also eine Siedlung, wo außenrum eine Mauer mit Stacheldrahtzaun drauf ist. Und Leute können nur rein, wenn sie sich ausweisen und eine Einladung haben. Und die Kinder kommen nur raus in die Stadt mit Fahrer im Auto. Anders ist völlig undenkbar, zu einem Zielort, wo sie hingebracht werden. Dass man Kinder doch selber in die Stadt gehen und rumlaufen, ist völlig undenkbar.
20%-Index, Südafrika liegt fast bei 30. Und das macht die Gespaltenheit einer ungleichen, extrem ungleichen Gesellschaft aus. Es ist nicht nur so, dass die Armen darunter leiden, sondern ist auch so, dass die Reichen darunter leiden. Deswegen heißt das Buch in der deutschen Übersetzung, das ist Gleichheit bringt Glück für alle. Die soziale Spannung, die Kriminalität, die Abstiegsängste, all das sind Faktoren, die diesen sozialen Stress auslösen, dem auch die Besserverdienenden in der Gesellschaft unterliegen. Und insofern ist Ungleichheit nicht nur etwas für die Armen, sondern ist im Grunde was für alle. Das ist so der Punkt, den ich an dieser Geschichte ganz spannend finde. Ich habe in diesem Buch jetzt auch dargestellt, wie man Ungleichheit bewerten kann. Ich gehe da von John Rawls aus, der hat mal gesagt, Ungleichheit ist so lange gerechtfertigt, wie die Ärmsten davon profitieren. John Rawls ist der an sich der bedeutendste Sozialphilosoph des 20. Jahrhunderts, einige kennen ihn vielleicht. Man kann daraus auch sehr gut ableiten, was ist erlaubt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Man kann feststellen, also ich bin nicht ein Vertreter, der sagt, alle müssen hundertprozentig gleich sein. Das ist sicherlich nicht das Optimale, auch nicht für die Ärmsten, sondern es gibt eine gewisse Dynamik in der Gesellschaft, mag sinnvoll sein. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt die Statistik dieser Kurve anguckt, die Wilkins und Pickett entwickelt haben, schließe ich daraus, selbst die Länder mit der geringsten Ungleichheit, die wir heute haben, also Skandinavien und Japan, sind noch vom Optimum entfernt. Es könnte noch wesentlich gerechter zugehen. Und es würde wahrscheinlich den Gesellschaften erheblich gut tun, wenn wir da noch einen Schritt vorangehen würden. Und ich glaube, für die Lösung der Probleme in der Welt, auch die ökologischen Probleme, die Nachhaltigkeitsprobleme, ist die Frage der Ungleichheit von ganz hoher Relevanz. Weil nur eine Gesellschaft, die ein positives Verhältnis zu sich selber hat, wird auch bereit sein, große Veränderungen vorzunehmen. Und deswegen stelle ich das auch gerne an den Anfang der Diskussion, weil ich glaube, dass wir, bevor wir auch Fragen wie Nachhaltigkeit und Ökologie und Lösung von Problemen und ganz konkreten Beispielen und Renten kommen, die grundlegende Frage, wie viel Ungleichheit und Gleichheit verträgt die Welt, dass wir darüber Diskussionen führen müssen. Die Diskussion ist ja auch jetzt absolut aktuell mit dem Buch von Piketty, haben wahrscheinlich einige schon von gehört, der ja gesagt hat, wenn wir so weitermachen, landen wir wieder im 19. Jahrhundert, dann ist Erbschaft wichtiger als Ausbildung. Das heißt, wir werden daraus ganz konkret erhebliche Konsequenzen ziehen müssen. Und Piketty sagt ja, wir brauchen eine progressive, nicht nur eine progressive Einkommenssteuer, wir brauchen noch eine progressive Vermögenssteuer. Und dann sind wir in der aktuellen politischen Debatte um die Erbschaftssteuer, die im Moment ja gerade läuft in Deutschland. Das wird eine Debatte sein, in der wir uns in den nächsten Monaten, Jahren erheblich einmischen müssen, weil das natürlich für die Entwicklung von Deutschland, ich halte die Abschaffung der Vermögenssteuer in Deutschland für eines der größten Verbrechen, die passiert sind. 1996 nach dem Ordnungsverfassungsgericht, das nicht gesagt hat, die Erbschaftssteuer sollte abgeschafft werden, sondern das damals gesagt hat, sie ist ungerecht, sie müsste korrigiert werden. Daraufhin ist sie denn damals von der Kohl-Regierung abgeschafft worden. Und seitdem gibt es nicht mal mehr in Deutschland eine Vermögensstatistik, muss man wissen. Piketty klagt darüber, dass alle Länder der Welt eine Vermögensstatistik haben, nur nicht Deutschland. Man weiß gar nicht mehr, wie viel Reich es sind. Vielleicht so viel zu dem Punkt. Ja. Ein Punkt wollte ich noch erzählen zu der Frage, Entschuldigung, ein Punkt ist noch ganz spannend. Weil wir aber Glück sind. Glück ist ja im Moment so ein Hyperthema und es gibt tausende von Fundstellen im Internet über Glück und tausende Bücher, die geschrieben worden sind. Die Frage ist ja, was motiviert die Menschen? Richard Layard, einer der bekanntesten Glücksphilosophen, Ökonom, aber auch ein Philosoph, Richard Layard hat seine Studenten gefragt, in welcher Gesellschaft wollt ihr leben? In Gesellschaft A? In Gesellschaft A verdient jeder von euch im Durchschnitt 250.000 Euro. Nee, Dollar. Jeder verdient 250.000 Dollar im Jahr. Aber ihr verdient nur 100.000. Oder wollt ihr lieber in Gesellschaft B leben? In Gesellschaft B verdient jeder im Durchschnitt 25.000 Dollar im Jahr. Aber ihr verdient 50.000. Wollt ihr lieber in der armen Gesellschaft
wollte lieber in der reichen Gesellschaft A leben, 10-mal reicher ist als Gesellschaft B, oder lieber in der armen Gesellschaft B? Was glauben Sie? B. Richtig. Also 90% der Studenten haben gesagt in B. Ich hatte neulich einen Lehrer bei mir in der Buchvorstellung, der sagte, er hat das Gleiche, hatte mein Buch gelesen, hat das Gleiche in seiner Klasse gemacht. Und es war genau das Gleiche. Die haben alle B gesagt. Das heißt, der soziale Status ist das Entscheidende, nicht der Reichtum. Hochspannend. Die Frage ist dann, ist es tatsächlich so, dass alle besser sein wollen als ihre Umgebung? Und das ist interessanterweise nicht der Fall. Das ist die Überraschung. Was den Leuten wichtig ist, ist, dass sie nicht schlechter sind, schlechter dran sind als ihre Peer Group. Das heißt, wenn ich in München, was ist hier der reichste Stadtteil? Grünwald. Grünwald. Wenn ich da lebe, in Grünwald, und habe weniger als die anderen alle, obwohl ich ganz gut dran bin, komme ich mir arm vor. Wenn ich aber in Berlin, Friedrichshain lebe, wo alle sich durchs Leben schlagen irgendwie und viele Musiker und Künstler und weiß ich was, neue Szeneviertel von Berlin, da leben alle am Existenzminimum. Wenn man da wenig hat, macht dann das nichts aus, weil man gehört dazu. Das Entscheidende ist die Peer Group. Die Menschen wollen gar nicht mehr haben als ihr Nachbar, sie wollen nur nicht weniger haben. Wenn sie weniger haben und die anderen haben alle mehr, dann fühlen sie sich außen vor. Das ist an sich der Kern dieser ganzen Geschichte. Und das zeigt auch, dass die Frage, das sagt auch Tim Jackson, der britische Ökonom über Nachhaltigkeit, der sagt, die starke Ungleichheit ist ein starker Wachstumsmotor. Wenn ich möchte, dass ich das Wachstum reduziere, dann muss ich auch die Ungleichheit zurückfahren, damit auch die Akzeptanz dafür existiert. Auch das ist wichtig an diesem Punkt. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Du hast ja, als du das erste Kapitel vorgelesen hast, vom Kettenkarussell gesprochen. Wie willst du aus diesem aussteigen? Ja, ich komme jetzt zum Kapitel Nachhaltigkeit. Genau. Wie komme ich aus dem Kettenkarussell raus? Diese Frage beschäftigt mich schon vielen Jahren. Klar, wenn man als Grüner unterwegs war, spielt das natürlich sowieso eine Rolle. Die Frage, die sich mir stellte, gleichzeitig, weil ich auch mal an Marx geglaubt habe, ist natürlich, wie hängt das alles mit dem Kapitalismus zusammen? Das ist ja auch eine Frage, die bei Attac sich viele stellen. Ich hörte auch hier im Grundlagenarbeitskreis von Attac in München, ist das diskutiert worden. Was ist das eigentlich, der Kapitalismus? Marx sagte, es ist eine neue Gesellschaftsform nach dem Feudalismus. Das Charakteristikum, was wir erleben in den letzten 250 Jahren, seit 1750 ist es ja ungefähr losgegangen mit diesem rasanten Wachstum, das Spezifikum ist, es gibt ein exponentielles Wachstum. Und exponentiell, als Mathematiker weiß ich das, die Exponentialfunktion ist eine Funktion, die nicht nur immer nach oben geht, sondern die immer schneller nach oben geht. In der Natur, jeder, der Biologe ist oder Chemiker oder sonst was, also Prozesse, die in der realen Realität stattfinden, weiß, exponentielles Wachstum kann nie beliebig weit fortgesetzt werden, sondern bricht irgendwann ab. Ich sehe, da hinten ist wahrscheinlich ein Lehrer, der nickt. Naturwissenschaftler. Also, exponentielles Wachstum bricht irgendwann ab. Das heißt, das Wachstum läuft so, es geht exponentiell hoch, wird immer doller. Da sind wir jetzt irgendwo. So. Es muss aber wieder auf ein neues Gleichgewicht kommen. Stell mir mal vor, ich habe einen Wald mit Rehen drin, ich habe 17 Rehe im Wald und die fressen und jetzt werden es 30, jetzt werden es 50, jetzt werden es 200, wir kennen das alle. Irgendwann ist der Wald so leer gefressen, es geht nicht mehr. Völlig klar. Es sei denn, die Erde wird größer. Da die Erde nicht größer wird, muss ich irgendwo aufhören mit dem Wachstum. Die Frage ist, wo? Spannend ist an dieser Geschichte, es gibt nach der Club of Rome hat das 1972 zum ersten Mal beschrieben.
Viele haben gesagt, das ist alles Spinnerkram, hat sich aber alles sehr gut herausgestellt in den Prognosen. Es gibt drei Varianten, wie es weitergeht. Die eine Variante geht so und geht dann wunderschön in ein neues Gleichgewicht über. Das nennt man die logistische Funktion. Das ist die optimale Lösung. Wenn ich das nicht schaffe, rechtzeitig zu stoppen, und leider sind wir ja schon etwas drüber hinaus, dann passiert Folgendes, ich komme in einen Krisenzyklus. Und es pendelt sich hoffentlich auf einem neuen Niveau ein. Das ist die zweitbeste Variante. Wenn ich noch später aufhöre, also noch weiter rausreise und gar nicht bremse, dann passiert es, dass die Ressourcen so aufgebraucht sind, dass es zum Crash kommt. Das ist der Abbruch. Und das bedeutet, wenn man sich Crash bedeutet und wenn man nimmt, das ist die Bevölkerungskurve, dann bedeutet das, dass wir Millionen, Milliarden hier auf dieser Welt elendig verrecken oder Kriege oder Hungersnöte oder weiß ich was. Die Frage, die sich uns stellt in diesen nächsten 200, in den nächsten Jahren, wenn ich den Klapperform jetzt nehme als Beispiel, was sie gerechnet haben, dann sagen die, der kritische Punkt ist in diesem Jahrhundert, wahrscheinlich Mitte dieses Jahrhunderts, vielleicht Ende dieses Jahrhunderts, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ist der kritische Punkt erreicht. Darauf weisen im Grunde alle Kurven hin. Das heißt, wir müssen diesen Übergang bis Mitte, Ende dieses Jahrhunderts in der zweiten Hälfte hinkriegen. Das ist die entscheidende Aussage. Und wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, weil die Erde wächst nicht. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob dieser neue Zustand erreicht wird oder nicht. Die Frage ist nur, wird er in so einer Kurve erreicht, in so einer, oder wird er in so einer Kurve erreicht? Das ist die Frage, vor der wir im Moment stehen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das Spannende an, die Frage ist jetzt, können die Menschen das und was bedeutet das? Zunächst zu der Frage, können die Menschen das? Da kann ich sagen, ja, die können das. Dafür gibt es zwei Beispiele in der Geschichte. Denn diese Explosion, nenne ich das, dieses exponentielle Wachstum, ist nicht das erste in der menschlichen Geschichte, sondern bereits das dritte. Deswegen heißt das Kapitel im Buch auch die dritte Explosion. Das erste Mal war der Übergang von der Sammler und Jäger zur frühen Agrargesellschaft. Dieser Übergang führte dort, wo er stattfand, er war ja phasenverschoben, er fand ja in jedem Teil der Welt zu unterschiedlichen Zeiten statt, aber da, wo der Übergang stattfand, wo die Menschen also zum Ackerbau übergingen, führte das innerhalb von wenigen hundert Jahren zu einer Verzwanzigfachung der Bevölkerungszahl auf der gleichen Fläche. Die Bevölkerung stieg auf das 20-fache. Das war eine relativ kurze Phase und danach stabilisierte sich das und es entstand ein neues Gleichgewicht, das dann für Jahrtausende konstant blieb. Überall auf der Welt. Das zweite Mal war der Übergang von den frühen Ackerbauern zur Vorratswirtschaft, zu der Entwicklung der Zivilisation mit Tempeln. Tempel waren ja im Wesentlichen Vorratsbehälter. Die Sumerer, die Ägypter, die alten Römer und so weiter und so fort. Dieser Übergang zu den Zivilisationen führte da, wo er stattfand, wiederum zu einer Verzehnfachung der Bevölkerungszahl auf der gleichen Fläche. Auch wieder innerhalb von wenigen hundert Jahren. Danach entstand wieder ein Gleichgewicht, das Jahrtausende hielt. Was wir jetzt erleben mit dem Kapitalismus, und das ist meine Schlussfolgerung daraus, ist also, der Kapitalismus ist keine neue Gesellschaftsepoche, keine neue Gesellschaftsform. Der Kapitalismus ist eine Übergangsphase, in der wir uns befinden, eine Explosionsphase zwischen zwei Gleichgewichten auf unterschiedlichem Niveau, hoffentlich. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Wie kriegen wir das Problem gelöst? Wie sieht dieses neue Gleichgewicht aus, das wir anstreben müssen? Also die Frage, die ich häufig gestellt werde, müssen wir den Kapitalismus stürzen oder müssen wir ihn nicht stürzen, ist überhaupt nicht die Frage. Weil wenn ich den Kapitalismus als diese Wachstumsphase begreife, dann wird er in diesem Jahrhundert enden. Gibt es überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, kriegen wir es vernünftig gelöst? Kriegen wir es so gelöst, dass wir einen vernünftigen Übergang haben? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Ich habe das lange in Workshops mit jüngeren und älteren Leuten diskutiert.
und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir im Kern 6 Punkte lösen müssen. Der erste Punkt ist ganz einfach. Da alle unsere Energien, von denen wir in der Vergangenheit gezehrt haben, also Kohle, Öl, Gas, Atom, zu Ende geht. Ich stelle mal die Frage zum Atom, weil manche wollen ja noch Atomkraftwerke bauen. In England zum Beispiel wird ja noch eins gebaut. Wenn die Zahl der Atomkraftwerke konstant bleibt auf der Erde, also nicht steigt, im Moment wird 2% der Energie auf der Erde mit Atom erzeugt. 2%. Das wird immer überschätzt. 2% der Energie wird durch Atom erzeugt, der Atomkraftwerke. Angenommen, die Zahl der Atomkraftwerke bliebe konstant, was sie glücklich tut, sie nimmt ab. Was glauben Sie, wie lange würde das Uran reichen? Was glauben Sie? Ja? Weiß nicht. 40 Jahre. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt ein Atomkraftwerk bauen, das soll, die Engländer rechnen mit 60 Jahren Amortisationszeit, dann ist gar kein Uran mehr da. Also auch selbst dann wäre das Unsinn. Gut, also die Rohstoffe gehen zu Ende, aber aus Klimagründen wollen wir sie auch gar nicht aufbrauchen. Wir können also feststellen, das erste Thema, was wir lösen müssen in diesem Jahrhundert, ist vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen werden. Das ist ein harter Kampf. Da kämpfen wir ja schon seit 40 Jahren dran. Wir haben mittlerweile eine Zweidrittelmehrheit in der Bevölkerung hinter uns, zumindest was den Ausstieg aus dem Atom betrifft. Aber die Mehrheiten in Bezug auf Kohle sind auch nahe. Ich glaube, dass wir es schaffen werden, und zwar aus einem einfachen Grund. Bei solchen Transformationsprozessen, wie wir sie beim Energiebereich haben, ist das Schwierigste der Anfang. Weizsäcker hat das mal so erklärt, das ist wie beim Magnetismus. Wenn ich ein Stück Eisen habe und will das magnetisieren, ja, also zum Magneten machen, da muss ich ja die Elementarmagneten ausrechnen in dem Eisen. Und das ist am Anfang total schwierig. Ja, muss ich ein unheimlich starkes Magnetfeld an dieses Eisenstück anlegen, damit es sich anfängt auszurichten. Wenn aber erstmal 10% magnetisiert sind, dann magnetisiert es sich zunehmend selber, dann wird es ein Selbstprozess und irgendwann passiert nichts anderes mehr. Das Spannende ist, so ist das bei den erneuerbaren Energien auch. Am Anfang ist es total schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es überhaupt geht und dass es Sinn macht, Windmühlen aufzubauen und Solaranlagen aufzubauen, und dass das kein Blödsinn ist. Kann man noch erinnern an die ersten Stände, wo wir gestanden sind und erzählt haben, hier die Windmühle auf dem Stand, das ist die Zukunft der Energieversorgung. Die Leute haben alle gesagt, die haben eine Klatsche. Ja? Im letzten Jahr, 2014, in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, von allen Investitionen in neue Kraftwerke, wie viel Prozent ist in Erneuerbare gegangen? Ich? Ja? 30% sagen Sie. Es sind fast 80%. Ja? Und der Rest ist fast ausschließlich in Gaskraftwerke gegangen, nur noch 5% in Kohle und Atom. Das liegt daran, weil sich im Grunde jetzt kein Energiekonzern mehr traut, in Kohle und Atom zu investieren. Die wenigen beiden Atomkraftwerke in Deutschland, in Europa, die noch diskutiert werden, in Finnland wird ja noch gebaut, sind alle staatlich finanziert, keins privat. Obama hat ein Förderprogramm für Atomenergie gemacht wegen des Klimas, um das Klimaproblem zu lösen. USA hat Milliarden bereitgestellt, kein einziges ist in Gang gekommen. Als man die Wall Street fragte, warum nicht, haben sie gesagt, wir sind nicht bereit, die Versicherungen zu zahlen. Niemand versichert die Dinger. In den USA müssen die nämlich versichert werden, im Unterschied zu Deutschland. Muss man wissen. Ja, deswegen baut in den USA keiner mehr ein Atomkraftwerk, weil keiner übernimmt die Versicherung. Also ich glaube, das Thema ist durch. Der Kampf, den wir jetzt führen mit RWE und E.ON und so weiter, ist vor allen Dingen ein Kampf, wie schnell geht es. Die wollen möglichst noch 5 bis 10 Jahre länger ihre Kraftwerke laufen lassen, weil sie damit pro Tag 1 Million verdienen. Ein Gigawatt Kraftwerk verdient am Tag 1 Million Euro. Und wenn sie noch 5 Jahre länger laufen, haben sie entsprechend 365 mal 1 Million mal 5 sind 1,5 Milliarden verdient. Und darum geht es. Es ist ein Rückzugsgefecht, das die Konzerne liefern, um noch ein paar Jahre länger zu machen. Darum geht die Auseinandersetzung. Aber diesen Kampf haben wir praktisch schon gewonnen, zumindest in Deutschland. Ich glaube auch, wir werden ihn auch weltweit gewonnen haben, weil... In Frankreich zum Beispiel?
In Frankreich noch nicht, aber ich glaube, wir werden ihn weltweit gewonnen haben, weil ich empfehle jedem noch mal nach Husum zu fahren, wenn die Messe ist. Die Husum Wind und die Husum New Energy. Das sind die beiden Leitmessen für neue erneuerbare Energien. Wir sind stolz, dass wir die in Husum haben. Da trifft sich die ganze Welt. Da sind die Japaner, die Chinesen, die Inder, die Brasilianer, die Amerikaner. Alle sind da und alle gucken, was die Deutschen machen. Und wenn Deutschland das Land, also ob wir aussteigen oder nicht, zahlenmäßig spielt das überhaupt keine Rolle für die Welt. Aber wenn Deutschland die Energiewende hinkriegt, dann wird kein Land der Welt mehr in alte Kraftwerke investieren, weil alle machen natürlich nur das, was modern ist. Und wenn Deutschland das Land ist, die Maschinen der Welt baut, wir sind ja, unser Hauptexportzweig ist ja Maschinenbau, wir sind der Maschinenbaumeister der Welt. Wenn wir sagen, wir haben die neue Lösung der Zukunft gefunden, dann macht keiner mehr die alten Kraftwerke an. Ja? Und das erste Signal haben wir letztes Jahr gehört, im letzten Jahr ist zum ersten Mal der CO2-Ausstieg gesunken. Warum? Nicht nur in Europa, sondern zum ersten Mal auch in China und damit weltweit. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal bei wachsender Konjunktur ein Sinken des CO2-Ausstoßes, weil die Chinesen haben ja auch keine andere Chance, die ersticken ja. Aber die haben, im letzten Jahr sind 3/4 aller Windmühlen auf der Welt in China gebaut worden. Hochspannend. Okay, also ich glaube, den Kampf gewinnen wir. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist die Emissionen stoppen. Da wird es schwieriger. Ich halte das für den schwierigsten überhaupt. Es geht darum, dass wir zurzeit noch an die 30.000 chemische Verbindungen in die Luft blasen, mit unseren Lebensmitteln, mit unseren Abfällen, an die 30.000 chemische Verbindungen, die nicht natürlich abbaubar sind. Und wir haben die Erde ist bedeckt von einer ganz dünnen Sphäre. Und diese dünne Biosphäre, die auf der Oberfläche ist, ist sehr sensibel. Und wenn wir die kaputt machen, machen wir uns selber kaputt, unsere Lebensgrundlage. Wir müssen raus aus dieser, wir dürfen keine Stoffe mehr emittieren in die Luft, in den Boden, mit unseren Abfällen, in die Ozeane, die nicht natürlich abbaubar sind. Das betrifft vor allen Dingen ganz viele Kunststoffe, in erster Linie wird es ein Kunststoffproblem sein. Und es betrifft ganz in besonderer Weise die Chlorverbindung und sonstige Verbindungen, die mit entsprechenden Elementen verbunden sind, die nicht in der Natur im natürlichen Zyklus vorkommen. Also Beispiel PVC. Es gibt Alternativen. Die Frage sind schon vor Jahren beschrieben worden, komplett, wie man das machen kann. Das Wuppertaler Umweltinstitut hat vor 20 Jahren schon geschrieben, wie man die komplette Chemie umbauen könnte. Es kostet was, aber wir müssen anfangen, das ernsthaft politisch zu betreiben. Und das heißt, es muss eine politische Bewegung geben. An dem Punkt sind wir noch relativ schwach und unbelegt. Das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, eine der wichtigsten Aufgaben, die in den nächsten Jahren vor uns liegt. Dieses Emissionsproblem. Das dritte ist das Naturschutzproblem. Ja? Das ist in der Gesellschaft nicht so bekannt. Also, ja, eben. Das ist einfach. Atomkraft, klar, vor 20 Jahren wurde darüber viel diskutiert, weil wir da noch Waldsterben hatten und da hatten wir noch die aktuellen Emissionsprobleme, wo man sah in der Luft. Dann haben wir die Katalysatoren an den Autos eingeführt, dann haben wir die Kraftwerke mit Filtern versehen und so weiter. Da ist ja viel gemacht worden. Und seitdem ist das Problem eher im Hintergrund getreten. Es wird ab und zu mal diskutiert in den großen Leitmedien, aus gesundheitlichen Gründen, wird es ab und zu diskutiert, wie viele komische Stoffe bringen wir, die unsere Gesundheit schädigen. Mittlerweile gibt es eine starke Agrarbewegung. Also wir werden zum Beispiel die Gartenbauern. Ein Punkt dazu gehört, dass wir die gesamte Landwirtschaft auf Bio umstellen. Komplett. Es ist ja so, früher war die Landwirtschaft ja sowieso Bio vor 100 Jahren. Ja? Alles. Und Osteuropa ist so begeistert von Bio im Moment, weil ein Großteil der Landwirtschaft in Osteuropa war ja Bio, als sie in die EU eintraten. Deswegen sind sie ja alle so begeistert und sagen, okay, wir kassieren die Biogelder und vieles, was Bio kommt, kommt ja auch aus Osteuropa. Es ist super, dass die nicht anfangen, den gleichen Quatsch zu machen wie wir. Auch in Deutschland ist es ja so, dass die neuen Bundesländer da wesentlich weiter sind als die alten, aus genau den gleichen Gründen. Wir produzieren, also wir werden komplett umstellen müssen. Die Bauern gucken mich mal groß an, wenn ich ihnen das sage. Ich war neulich, habe mit dem Bauernverband ein Gespräch gehabt, da habe ich denen gesagt, Kinders, in 20 Jahren gibt es nur noch Bio. Da gucken mich an und sagen, das ist doch alles Quatsch. Das sage ich, sie werden das sehen, die Verbraucher in den Städten wollen nichts anderes mehr. Und das, was nämlich nicht Bio ist, wird immer schlimmer.
Je mehr wir die Leute anfangen, Bier zu essen, desto mehr ist das, was noch übrig bleibt, immer schlimmer. Und deswegen werden wir auch an dem Punkt die Wende kriegen. Okay, aber das ist ein Problem, da haben Sie völlig recht. Das ist eins der Hauptprobleme, die wir jetzt noch, also wo wir noch eine politische Bewegung zu brauchen. Gerade was so. Aber auch also, noch, also wenn Sie jetzt sagen, als ja? Bier oder so, was ja auch bei Regierungen hier so auffällt, das ist ja so viel Verpackung, es ist ja so viel. Ja, zum Beispiel. Klar. Und da müsste man wobei, auch ansetzen. Genau. Natürlich, grundsätzlich Verpackung. Und gefroren. Plastikverpackung könnte man sogar verbieten, haben einige Länder sogar gemacht. Also auch das ist möglich. Wir werden teilweise mit marktwirtschaftlichen Anreizen, wir müssen mit Ordnungsrecht arbeiten, das wird alles kommen. Aber ich sage mal, das ist ein Thema, wo wir jetzt unheimlich noch nachgearbeitet werden muss. Weiter. Nächstes Thema ist Naturschutz. Achso, nee, was habe ich vergessen? Das Recycling-Thema. Also wir buddeln unheimlich viel aus der Erde aus. Nehmen wir mal Kupfer. Ja? Früher haben wir Kupfer ausgebuddelt aus der Erde, das war total hochkonzentriert. Viele Metalle. Das gibt es alles nicht mehr. Was wir heute ausbuddeln, wird immer dünner und immer. Da wird immer mehr Abraum. Wird immer mehr riesige Berge Abraum produziert, um noch ein bisschen Metall rauszukriegen oder andere Stoffe, die wir brauchen. Seltene Erden und so weiter und so fort. Wir kommen in eine Situation in wenigen Jahren, da ist die Konzentration von Kupfer im Müll größer als die beste Lagerstätte, die wir noch in der Erde haben. Das heißt, wir werden zwangsläufig zu der Recyclinggesellschaft kommen. Wir müssen zu einer hundertprozentigen Recyclingwirtschaft kommen. Wir können nicht weiter darauf basieren, die Dinge aus dem Boden zu kratzen. Das ist das dritte große Problem, die Recyclingwirtschaft. Das halte ich für lösbar, da sind wir auch auf einem guten Wege. Wir haben ja in einigen Bereichen eine hohe Recyclingquote, zum Beispiel beim Stahl, beim Papier. In anderen sind sie noch schlecht, gerade bei Kunststoffen. Wir werden da auch noch zu ganz anderen Dingen kommen müssen, Rücknahmepflichten und so weiter. Da wird sicherlich noch vieles passieren müssen. Aber ich halte das Problem grundsätzlich für lösbar. Ich habe die neuesten Sortieranlagen, elektronischen, hochkomplizierten elektronischen Sortieranlagen gesehen, wo man tatsächlich die Dinge kleintaugt und dann computerisiert, die verschiedenen Materialien trennt. Das ist schon relativ weit entwickelt. Ich halte also die Recyclinggesellschaft für machbar. Wenn ich mir überlege, wenn ich 1980, als ich anfing, meine ersten Vorträge zu halten, damals über Recycling und da war ich damals in Hotels, da haben die Leute dann geguckt, ah, grüner. Was ist das denn so für ein Exoten? Dann habe ich ihnen erzählt, wir brauchen 4 Mülltonnen oder 5. Haben die gedacht, das ist alles Klatsche. Ne? Nachher, heute bei uns im Kreis haben wir 6 verschiedene Müllsorten, also mit Containern und am Haushalt. Am Haus werden 4 Mülltonnen abgefordert. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber 3. Ja. Also das ist mittlerweile sortiert ganz Europa. Also wir sind ein Stück weitergekommen. Ich glaube, das Recyclingproblem ist lösbar. Aber ich will eine Zwischenfrage auch nochmal. Sie sagten, also die Prozedur, aber das ganze Recycling, wenn Sie diesen ganzen Maschineneinsatz, führt das nicht auch wieder zu Emissionen und zu einer gewissen. Ja, das ist doch bei den Erneuerbaren so. Wenn wir sagen, wir kommen zu einem vollständigen Recycling, dann heißt es natürlich, dass die Maschinen und die Türme beim Windmühlen und die Motorgebäude alle auch recycelt werden müssen. Das heißt, die gesamte Industrie muss recycelt werden. Das heißt, alles, was wir an Material einsetzen, zu 100% muss wieder neu verwendet werden, wenn wir nicht mehr aus der Erde holen. Wir müssen zu einem wirklichen Kreislauf kommen. Das ist die Aufgabe, vor der wir in den nächsten Jahren stehen. Wenn wir die bewältigen, haben wir es geschafft. Aber es ist eine große Aufgabe, da haben Sie richtig drauf hingewiesen. Das vierte Problem ist der Naturschutz. Das ist deswegen so wichtig, weil wir werden nicht überleben, wenn das Artensterben so weitergeht. Das heißt, wir müssen das Artensterben zum Stoppen bringen. Im Moment ist die Hälfte aller Arten auf der Erde schon gefährdet. Und das funktioniert teilweise auch in der normalen Zivilisation. Einige Tiere können das gut ab. Ich sage mal als Beispiel die Bussarde, die im Autobahn, da sind viele totgefahrene Mäuse. Deswegen schweben sie immer über den Autobahn. Und die Füchse liegen bestimmt auch in München. Ich vermute mal, die Fuchsdichte in München ist größer als in der Agrarwüste rundherum. Jedenfalls bei uns ist das so. Aber bei mir im Garten habe ich neulich Rehe gesehen. Also, es ist mittlerweile so, dass viele Tierarten in die Siedlung gehen, weil die Siedlungen nicht mehr so chemievoll gepumpt sind. Die Leute denken ja, oh, das ändert sich ja.
Nein, wir brauchen Naturschutzflächen, weil viele Tiere können das nicht ab. Störche zum Beispiel brauchen Feuchtwiesen. Ottern brauchen natürlich saubere Flüsse und so weiter und so fort. Wir brauchen etwa, mir sagen Biologen, wir brauchen etwa 20% der Erdoberfläche, muss der Natur belassen sein und das muss vernetzt sein. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriegen wir das Artensterben nicht gestoppt. Das ist die vierte große Aufgabe. Da hat die EU einiges kluge gemacht, indem sie die Länder verpflichtet haben, da mit ihren Naturschutzausweisungen und so bestimmte Verpflichtungen eingegangen sind. Dadurch ist auch eine Menge passiert. Aber es ist noch ein weiter Weg. Das ist die vierte Aufgabe. Auch in diesem Jahrhundert zu lösen. Jetzt komme ich zur fünften Aufgabe. Die fünfte Aufgabe ist ganz einfach. Wir müssen das Bevölkerungswachstum stoppen. Früher dachte man, das geschieht automatisch, wenn der Wohlstand wächst. Das ist aber ein Irrtum. Trotzdem ist es so, dass es erhebliche Fortschritte gibt. Was ist das Geheimnis? Wir wissen es seit Amartya Sen, ein indischer Ökonom und Philosoph, der hat dafür einen Nobelpreis gekriegt. Der hat das weltweit untersucht. Weiß jemand zufällig, wie man das Bevölkerungswachstum stoppt? Frauenbildung. Das ist auch Frauenbildung. Richtig. Genau. Wow. Ja, es funktioniert also nur durch die Ausbildung der Mädchen. Es ist kein anderer Faktor funktioniert nicht. Selbst die Ein-Kind-Politik in China hätte nicht gewirkt, wenn sie nicht mit einer Alphabetisierung der Frauen verbunden gewesen wäre. Entscheidend ist die Alphabetisierung der Frauen. Die Länder, die das gemacht haben, haben enorme Fortschritte erreicht und sind fast alle unter 2 in der Reproduktionsrate, also 2 Kinder pro Frau. Während die Länder, die hauptsächlich auf Männer gesetzt haben, haben festgestellt, es funktioniert nicht. Mit Männern funktioniert es einfach nicht. Ja. Also das Thema ist gelöst, aber wir müssen es umsetzen. Mittlerweile ist es so, dass China über dem Berg ist. Indien ist schon relativ gut dran, selbst Indien. Schwierig ist teilweise, also die arabischen Länder liegen noch etwas drüber, weil sie zu viele Ressourcen in die Männer gesetzt haben. Das große Problem, was wir noch haben, Südamerika ist auch auf einem guten Wege, ist auch über dem Berg. Also das große Problem, was wir noch haben, ist Afrika. Da werden wir auch gerade als Europäer, finde ich, stehen wir in einer ganz enormen Verantwortung gegenüber Afrika, nach dem, was wir in den vergangenen Jahrhunderten gemacht haben, dort auch beizutragen, etwas zu ändern. Tja, gut. Das ist das fünfte Problem. Das ist das Bevölkerungsproblem. Wenn wir das hinkriegen, und im Moment sagen viele Leute, wir können es hinkriegen, dann würde die Bevölkerungszahl bis 2050, wenn sie dann stoppt, auf etwa 9 bis 10 Milliarden Menschen gewachsen sein. Jetzt haben wir 7. Und das bedeutet eben genau die Verzwanzigfachung gegenüber 1750, als wir noch 500 Millionen Menschen auf dieser Erde waren. Dann hätten wir genau die Verzwanzigfachung, von der ich vorhin geredet habe, und hätten dann den neuen Zustand erreicht. So, jetzt haben wir 5 Felder, die wir lösen müssen. Nicht 1, sondern 5. Es gibt noch ein 6. Und das 6. betrifft die Ökonomie. Da bin ich beim Thema Kapitalismus. Die Frage, was muss sich ändern in der Ökonomie, damit wir nicht darauf angewiesen sind, permanent weiterzumachen wie bisher. Das ist auch von vielen Wissenschaftlern mittlerweile untersucht worden. Es ist also nicht so, dass das Thema unbeantwortet ist. Ich werde es jetzt heute nicht erläutern, weil ich darüber eine Menge geschrieben habe, das dauert ein bisschen länger. Ich will nur ein Beispiel bringen, damit es deutlich wird. Es gibt Wirtschaftsformen, die haben keinen inhärenten Wachstumszwang. Also zum Beispiel ein Handwerksbetrieb hat keinen Wachstumszwang. Ein Handwerksbetrieb will in der Regel, da ist ein Meister mit 6 Gesellen und 3 Lehrlingen, der will im Grunde nur, dass er und seine Gesellen davon leben können. Der will gar nicht wachsen, weil wenn er wächst, dann kriegt er eine andere Art von Betrieb. Dann ändert sich das alles. Dann kann er nicht so weitermachen wie bisher. Das heißt, Handwerk hat keinen inhärenten Wachstumszwang. Es gibt auch Großkonzerne, die keinen inhärenten Wachstumszwang haben. Das ist also Beispiele, zum Beispiel Bosch hat die Besitzer von Bosch haben die Firma in Form einer Stiftung untergebracht. Das heißt, da ist es, die machen alles mit Bertelsmann zum Beispiel, macht alles Mögliche mit dem Geld und hat es eine Stiftung. Das ist zwar zu kritisieren, was da in Deutschland passiert. Teilweise, weil die steuerbefreit sind, das kritisiere ich in anderen Veranstaltungen, wenn ich über Steuerfragen rede. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die mal nicht Gewinn machen, ist es kein Problem. Das ist schon mal ein Vorteil. Riesenproblem sind Rentenfonds.
Weil die müssen immer die Renten für die nächste Generation auszahlen, angeblich von einer Generation zur nächsten, was natürlich nie funktioniert. Man lebt ja immer von dem, was man heute produziert. Das heißt, Rentenfonds sind auch in der Weltwirtschaftskrise haben eine unselige Rolle gespielt. Das ist ein großes Thema, über das nachgedacht werden muss. Und so weiter und so fort. Wir haben also, wir werden in den Formen der Unternehmen, in den Formen der Wirtschaft eine ganze Reihe ändern müssen, damit wir nachhaltig werden. Und das ist eine Riesenaufgabe, die sich in den nächsten 50 Jahren stellt. Also zusammengefasst, es gibt 6 Aufgaben zu lösen. Wenn wir diese Aufgaben gelöst haben, dann haben wir das Gleichgewicht hergestellt in diesem Jahrhundert. Wir stehen aber in diesen Aufgaben ganz am Anfang und sind vielleicht gerade in der Energiefrage noch am weitesten fortgeschritten, Energieausstieg. Aber die Vorstellung, wenn wir das Klimaproblem gelöst haben, dass wir über den Berg sind, ist leider eine Illusion, sondern wir haben noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben zu lösen, um in diesem Jahrhundert das Gleichgewicht hinzukriegen, damit wir in den kommenden Jahrhunderten auf dem gleichen Level weitergehen können. Das ist so viel zu der Frage, was bedeutet Ausstieg aus dem Kettenkarussell. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, meine besondere Leidenschaft bei dem Buch war ja deine Betonung der Kommunen. Und deswegen frage ich dich jetzt, wieso zahlen die Schweden so gern ihre Steuern, zumal sie ja höher sind als bei uns? Ja, jetzt zieht mir die Jacke aus. Es wird warm hier. Das ist auch mein Lieblingsthema. Da bin ich auch im Moment hauptsächlich politisch aktiv an dem Thema. Fangen wir mal anders an. Bekanntlich ist es so, dass Schweden und Dänemark die höchsten Steuern der Welt zahlen. Die Dänen zahlen fast 60% des Bruttoinlandsprodukts wird in Form von Steuern und Abgaben vom Staat eingezogen und wieder umverteilt. Ich könnte schon sagen, das ist schon halber Sozialismus. Das ist erstaunlich. 2 Dinge sind erstaunlich. Das eine Ding ist, warum hauen die Kapitalisten nicht ab, wenn so hohe Steuern verlangt werden? Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wieso sind die Leute bei Wahlen bereit, so viel zu zahlen? Beide Fragen sind berechtigt. Zu der ersten Frage werde ich heute nichts sagen, dann muss man sich das nachlesen. Es ist nur so, dass es ganz erstaunlich ist, weil jedes Jahr in Davos. Ihr seid den Schweizer näher, habt ihr sicher recht. In Davos treffen sich jedes Jahr die Wirtschaftsweisen der Welt und stellen einen sogenannten Kompetitivindex her. World Competitiveness Index. Also, wie wettbewerbsfähig ist das Land? Und dann ist es immer erstaunlich, besonders negativ wird bewertet, wer hohe Steuern hat. Also eine hohe Staatsquote hat. Wird immer besonders negativ bewertet. Und trotzdem, obwohl das negativ bewertet wird, ist es erstaunlicherweise so, dass die skandinavischen Länder immer unter den ersten 10 liegen. Seit 15 Jahren. Ganz komisch. Noch komischer ist bei der Weltwirtschaftskrise, angeblich muss man ja niedrige Steuern haben, weil man wettbewerbsfähig ist. Bei der Weltwirtschaftskrise war es ja so, da hätte man ja erwartet, dass die Länder, die hohen Steuern nehmen, dass bei denen hinterher alle Leute arbeitslos werden und die Massenproteste laufen und die Steuerstaatsschulden und sonst was alles, die große Krise ausbricht. Komisch war, die Länder, die in die Krise geraten sind, waren die Niedrigsteuerländer. Irland, Griechenland, Zypern, und so weiter. Irgendwie stimmt die Theorie nicht. Okay, ich lasse das auf sich beruhen. Es ist ganz spannend, das mal nachzuvollziehen, wie das funktioniert und warum sind die Dänen so wettbewerbsfähig. Da muss man sich das Steuersystem sehr genau angucken. Ich werde das aber heute nicht erläutern. Ich wollte nur ein bisschen Spannung erzeugen. Ich gehe auf die zweite Frage ein, weil die ist die Frage, die du jetzt gestellt hast. Warum machen die Menschen das mit? Warum sind die Menschen bereit, so viel Steuern zu zahlen? Das ganze Ding, ich behaupte, das ist meine Entdeckung. Ich war vor 15 Jahren im schwedischen Finanzministerium mit einer Gruppe und wir haben uns damals unterhalten mit einigen Experten und dem Staatssekretär über die Frage, damals war ja bei uns die Diskussion, dass Merz behauptete, man sollte die Steuern auf dem Bierdeckel machen. Einige erinnern sich, die Bierdeckeltheorie. Ja? Und dann hatte ich gehört, die Schweden machen das.
Die machen das zwar nicht auf dem Bierdeckel, sondern auf dem DIN A4-Blatt, aber das ist tatsächlich so, dass sie nur auf die Vorderseite was schreiben müssen, die Rückseite bleibt frei. Dann wollte ich wissen, warum das geht. Und dann waren wir dann Schweden im Finanzministerium. Ich erzähle jetzt nicht, wie das geht, das kann man auch nachlesen. Ist auch spannend, weil die ganz andere Unternehmensdefinition haben und Steuerdefinition. Lasse ich jetzt auch weg, aber bei dieser Diskussion hatte ich ein Aha-Erlebnis, von dem ich jetzt erzählen will, tatsächlich. Und zwar passierte Folgendes: Die haben also erzählt, wie ihr Steuersystem funktioniert. Und dann habe ich nachgefragt. Und dann kam ich zu der Erkenntnis: Ja, also ein Normalbürger in Schweden, die Grenze liegt jetzt bei, für den Normalbürger bei 39.000 Euro Einkommen im Jahr. Bis dahin ist man Normalbürger. Ein Normalbürger in Schweden zahlt an den schwedischen Staat überhaupt keine Steuern. Er zahlt nur Steuern an seine Gemeinde. Das muss man erstmal sacken lassen. Die Implikationen sind ungeheuerlich. Bei den Kommunalwahlen entscheiden die Bürger darüber, also die Kommunen leben überwiegend von den Einkommenssteuern der normalen Bürger. Die Reichen, wer mehr als 39.000 Euro hat, zahlt eine progressive Reichensteuer an den Zentralstaat. Aber Unternehmenssteuern gehen an den Zentralstaat. Aber der Normalbürger zahlt seine Steuern an die Gemeinde. Bei den Kommunalwahlen entscheiden die Bürger darüber, was sie bereits in ihrer Gemeinde geben oder nicht. Das Erstaunliche war, wenn ich jetzt die letzten 40 Jahre Revue passiere, dann ist Folgendes passiert. In diesen 40 Jahren ist sowohl in Dänemark als auch in Schweden der Anteil, den die Menschen an den Zentralstaat gezahlt haben, gesunken. Genau wie bei uns hat man versucht, die Steuerquote zu senken, weil immer wieder gesagt worden, es muss gespart werden, der Staat muss sparsam sein und so weiter. Aber der Anteil, den die Bürger an ihre Gemeinde gezahlt haben, ist gewachsen. Warum? Weil die Bürgermeister haben gefragt, wollt ihr eine neue Schule, wollt ihr ein neues Altenheim, wollt ihr eine neue Gesundheitsstation, ist ja auch staatlich dort, wollt ihr ein Pflegeheim, wollt ihr ein Schwimmbad, wollt ihr eine Bücherei und so weiter. Und dann haben die Bürger gesagt, ja, wir wollen. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, kostet 2% mehr Steuern. Dann haben die Bürger dafür gestimmt. Das Erstaunliche ist, die Steuern für die Kommunen sind kontinuierlich gestiegen und die Situation, die wir heute haben, nach 40 Jahren, ist eine völlige Umdrehung der Verhältnisse von früher, die waren nämlich nicht ganz anders als bei uns. Also um mal deutlich zu machen, wie die Situation in Dänemark ist, in Deutschland ist der Anteil der Kommunen an den Staatsausgaben 16% im Moment, ein Sechstel. Gehe ich mal nach hinten. Was glauben Sie, wie hoch ist der Anteil bei den an den Staatsausgaben der Kommunen in Dänemark? 60%. 60? Noch mehr, 65%. 2/3 aller Staatsausgaben werden dort in den Kommunen getätigt. Was heißt das? Das heißt nichts weiter, als dass im Grunde alles, was in der Gesellschaft, das gesamte Sozialsystem der Gesellschaft, das Bildungssystem und so weiter, ist kommunal finanziert. Die Kommune organisiert im Grunde für den Bürger die Gesellschaft. Der Bürger hat, außer wenn er studiert oder zum Militär geht, hat er mit dem Zentralstaat nie etwas zu tun. Er hat immer mit seinem Bürgermeister und seinen Gemeinderäten zu tun. Und alles, was passiert in der Demokratie, passiert vor Ort. Die Auswirkungen sind phänomenal. Es gibt übrigens noch ein zweites Land, also es gibt auch da einen Index, wie immer gibt es Indexe, es gibt also einen Dezentralisierungsindex, hat die OECD aufgestellt. Im Dezentralisierungsindex der OECD liegt Dänemark auf Platz 1, auf Platz 2 liegt die Schweiz, auf Platz 3 Schweden. Bei Schweiz sind es 58%. Damit rechnet man allerdings die Kantone mit, die entsprechen ja unseren Kreisen von der Größenordnung. Das Erstaunliche ist, die Länder, die dezentral organisiert sind, die Zufriedenheit mit der Politik
ist viermal so hoch wie in Deutschland. In Deutschland ist die Zufriedenheit mit der Gesellschaft 21%, in Dänemark liegt sie bei 80%. Ja? Gibt es da in diesen Ländern auch einen regionalen Austausch? Also, da komme ich, da kommen wir noch. Okay, weil es kommen wir noch. Da kommen wir noch. Das ist natürlich genau die Frage. Die nächste Frage. Kommen wir mal. Richtig. Ja, ich wollte erstmal erklären, welche Auswirkungen das hat. Es ist phänomenal. Also die Zufriedenheit mit der Politik, die Akzeptanz der Gesellschaft ist viermal so hoch wie bei uns. Es gibt eine Umfrage in Deutschland über das Vertrauen in die Politiker. Da wurde gefragt, wie viel Vertrauen haben Sie in Ihre Gemeindepolitiker, wie viel haben Sie in die Landespolitiker, wie viel haben Sie in die Bundespolitiker. Das Erstaunliche ist, das Vertrauen in die Kommunalpolitiker, egal jetzt welche sind, da gibt es natürlich auch Idioten, völlig klar. Also ich sage nicht, dass sie besser sind, überhaupt nicht. Aber das Vertrauen in die Kommunalpolitiker in Deutschland ist sechsmal so hoch wie in Bundestagsabgeordnete. Also das ist schon phänomenal. Das Gleiche ist die Frage, jetzt bei der Bundestagswahl wurde vor der Bundestagswahl die Frage gestellt vom Deutschen Beamtenbund, wären Sie bereit für die Reichen mehr Steuern, wären Sie dafür, dass die Leute alle mehr Steuern zahlen, da war die Meinung gespalten. Wären Sie dafür, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen, sagten die Leute alle ja. Also 83% sagten ja. Als man dann gefragt wurde, sind Sie denn dafür, dass man ab 60.000 Euro mehr Steuern zahlt, das war, was die Grünen gefordert hatten im Bundestagswahlkampf, womit sie auf den Bauch gefallen sind, dann sagten nur 17% ja. Also nur 17% fanden, dass man mit 60.000 Euro Jahreseinkommen reich ist. Sind Sie dafür, dass man, wahrscheinlich denken viele, das können Sie auch mal schaffen, weil die meisten verdienen es ja nicht. Sind Sie dafür bei 80.000, da sagten 45% ja. Sind Sie dafür ab 100.000? Da sagten fast 80% ja. Also die meisten Leute finden, dass man ab 100.000 reich ist. Das kann man sich erstmal merken. So, aber dann kamen die Interessen. Ja, also wenn die Grünen schlau gewesen wären, hätten sie Attac gehört. Und Attac hat nämlich damals schon gesagt, lass uns lieber nur die Reichen besonders hoch besteuern. Schaffen wir uns nicht so viel Gegner. Das ist ja auch ein bisschen opportunistisch, aber vielleicht auch realpolitisch gut. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, wer soll das Geld kriegen? Und da hat tatsächlich der Beamtenbund gefragt, soll das Geld an den Bund gehen? Das fanden 6%. Soll das Geld an die Länder gehen? Das fanden 13%. Wahrscheinlich wegen der Bildung, weil bei uns die Bildung, wenn man in den Ländern bezahlt, ist ja die Hauptausgabe. Oder soll das Geld an die Kommunen gehen? Das fanden 81% fanden das Geld an die Kommunen gehen. In Deutschland. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich in Deutschland genau den gleichen Effekt wie in Dänemark, wenn die Kommunen selber entscheiden könnten über ihre Einnahmen. Also, auf geht's. Das ist hochspannend. So, jetzt. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, führt diese kommunale Autonomie nicht zu sehr großen Unterschieden zwischen den Kommunen? Ja, genau. Also ich mache ja diese Kampagne jetzt und versuche, also ich mache sie noch nicht, sondern ich versuche eine Kampagne aufzubauen für mehr kommunale, also mehr Dezentralisierung, Stärkung der Kommunen. Also die Kampagne heißt Starke Kommunen, aber die gibt es noch nicht. Also die werden sich noch nirgends finden. Im Internet schon, weil sie steht, ich bin ja im Bundesvorstand von Mehr Demokratie und da bin ich dabei, diese Kampagne zu organisieren. Wenn ich da mit irgendjemandem in Kommunalpolitik rede und sage, ihr sollt mehr Steuerautonomie kriegen, dann würde sich die ganze Welt revolutionieren. Dann sagen die, du spinnst völlig. Wir haben ja sowieso kein Geld in den Kommunen und dann würden die reichen Kommunen ja noch reicher werden, die Armen noch ärmer. Das ist genau das, was dann immer kommt. Dann fragt man sich natürlich, wie machen das die Skandinavier, wie machen das die Schweiz und wie machen das andere. Also diesen Effekt gibt es tatsächlich. Also ein klassisches Beispiel dafür ist USA. USA ist auch ein Land, in dem die Kommunen relativ viel Geld haben. Darf man nicht vergessen. Das hängt auch mit Politikakzeptanz zusammen. Nur in den USA ist das so tatsächlich, die reichen Gemeinden können sich alles leisten und die Armen gar nicht. Genau das, was man befürchtet. In der Schweiz war es zum Teil auch so. Die haben sogar teilweise Werbung gemacht in Uri und haben sie dann, die sind in der Nähe von Zürich, dann haben sie versucht, mit besonders niedrigen Steuern für besonders reiche Millionäre aus Zürich abzuwerben und so. Solche Geschichten ist jetzt aber nicht mehr erlaubt. Ich mache mal zu Ende und dann, ja, wie machen das die Skandinavier? Also das am vorbildlichsten finde ich, nach meiner Meinung, ich habe diese Finanzausgleichssysteme verglichen. Ist auch spannend jetzt in Bezug auf die Diskussion in Deutschland, die jetzt im Moment läuft.
Ich finde, das spannendste System haben die Schweden und die Australier, die haben ein ähnliches System. Und das sieht so aus. Also nehmen wir mal das Schwedische. Die machen Folgendes, die definieren nach Aufgabenbezug, was die Kommune braucht. Das heißt, die gucken vor allen Dingen, wie viele Kinder gibt es, wie viele alte Leute gibt es, wie viele Arbeitslose gibt es. Das sind so die Hauptkennzimmer. Dann gibt es einen Klimafaktor, dann gibt es noch besondere Aufgaben, zum Beispiel Stockholm hat natürlich bestimmte nationale Aufgaben, braucht dafür Geld und so weiter, so ähnlich wie Berlin. Klimafaktor deswegen, weil in Lappland kann man keine gleichen Lebensverhältnisse geben wie in Småland ist im Süden, Lappland im Norden, ist klar, da ist es viel kälter hoch. Besiedelt und so. Deswegen gibt es da Sonderfaktoren. Das System führt dazu, dass also für jede Kommune definiert wird, wie viel Geld braucht sie. Und dabei gibt man den Kommunen, die besonders schlecht dran sind vom Durchschnittssteuereinkommen, gibt man noch was extra, damit sie sozusagen gegenwirken können. Das heißt, es ist anders als bei uns. Bei uns ist ja die Theorie, die Armen dürfen nicht reicher sein. Da ist es so, dass man erstmal guckt, wie viel brauchen die Kommunen. Und auf dieser Grundlage und das wird festgelegt. So, dann guckt man, wie viel Einnahmen haben Sie, wenn Sie den Durchschnittssteuersatz nehmen. Wenn Sie den Durchschnittssteuersatz nehmen, wie viel Einnahmen haben Sie? Und dann wird geguckt, wie viel fehlt Ihnen. Und das, was Ihnen fehlt, wird vom Zentralstaat im Finanzausgleich an Steuern aus der Mehrwertsteuer oder der Unternehmenssteuer wird Ihnen ausgeglichen, sodass alle Kommunen auf ihren Level gesetzt werden, was sie brauchen. So, und auf dem Level können die Kommunen dann selber entscheiden, ob sie die Steuern für ihre eigenen Steuern erhöhen oder senken. Und da ist es eben dieser Effekt eingetreten, dass viele Kommunen dann gesagt haben, wir legen doch was drauf. Ja, das ist so die wesentliche Historie gewesen. Dieser Finanzausgleich ist also rein aufgabenbezogen. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Geld einnehme, muss ich nicht mehr abgeben, sondern darf alles behalten. Wenn ich weniger Geld einnehme, muss ich mit weniger auskommen. Ja, das ist völlig anders als in Deutschland. Zum Beispiel im Länderfinanzausgleich ist es ganz extrem. Wenn ich dort mehr Einnahme einnehme, muss ich auch mehr abgeben. Also in Schleswig-Holstein hatten wir in meiner Regierungszeit das schöne Beispiel. Wir wollten damals die Kindergärten besser finanzieren. Dann haben wir gesagt, wir erhöhen die Erdölabgabe. Dann haben wir die Erdölabgabe, wir haben ja Erdölfelder in der Nordsee, haben wir die Erdölabgabe verdoppelt. Dann sagte der Finanzminister, gut, ihr kriegt 104 Millionen zusätzlich. Super, dann haben wir Geld. So, für ein kleines Land wie Schleswig-Holstein ist das schon was. Und dann sagt er, aber das geht im Finanzausgleich. Und nach dem Finanzausgleich dürft ihr nur 4 Millionen behalten. Weil das wird ja auf alle umverteilt. Das ist das deutsche System, das ist natürlich völlig irre. Wer da sich also Mühe gibt, viel einzunehmen, muss viel abgeben. Totaler Quatsch. Das führt dazu, dass einige Länder, bekannt ist auch Bayern übrigens, Bayern und Hessen gelten als besonders, dass die besonders pflegsam mit Unternehmenszentralen umgehen, weil sie natürlich im Lande halten wollen und so weiter. Also keine Prüfung der. Ne? Man prüft nicht so stark, weil das ist ein Vorteil beim Standortwettbewerb. Genau. Ja. So, jetzt war deine Frage. Ja, ich hätte zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich kann mir vorstellen, dass dieses System den Gemeinden die Vollmacht zu geben über einen hohen Steueranteil funktioniert in einem mehr oder weniger korruptionsfreien Land wie Schweden. In Italien oder auch Süditalien wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Was für ein? In einem mehr oder weniger korruptionsfreien Land wie Schweden. Ach so, ja. Das, glaube ich, wäre schon ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, Sie haben gesagt, die reichen Gemeinden können sich dann eben viel leisten, die Armen weniger. Es gibt im Süden von München, am Starnberger See, die Gemeinde Starnberg. Das ist eine der reichsten Gemeinden ganz Deutschlands. Und ich habe gehört, das Steuereinkommen dort ist eines der niedrigsten von ganz Deutschland. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, wie man das Steuereinkommen berechnet und wie das gemacht wird. Deswegen haben die Schweden sich ja das System ausgedacht, dass sie sagen, sie gehen auf das Einkommen der Bürger bis zum Durchschnittseinkommen. Das, was die Reichen bezahlen, das ist natürlich ein Thema. Die Reichen, also meine Überzeugung ist, die Besteuerung der Reichen muss bundeseinheitlich geschehen,
ab einer bestimmten Einkommensgröße, weil nur der Zentralstaat wird auch wirklich genug gucken. Selbst die Länder sind da häufig im Verdacht, dass sie nicht genau gucken. Das ist ein Thema für sich. Aber wir reden jetzt nicht über Steuersysteme. Die Schweden haben natürlich einen Vorteil dabei. Die Schweden haben keinen Datenschutz bei Steuern. Ne? Also ich erzähle immer gerne die Story, wie ich in Kopenhagen im Taxi gefahren bin, vorher vor einem Lamborghini. Dann sagte der Taxifahrer, sag mal, man stutzt sich an Schweden. Ne? Also kennt man ja, was anderes kennt man ja nicht. Gesiezt ist nur der König. Willst du wissen, wer das ist? Zeigt der Computer sofort an, das ist Herr So-und-so. Ja, ich brauche nur die Autonummer eingeben, der Computer sagt sofort, wer das ist. Gar nicht, ist alles in Datenbank, alles öffentlich. Dann sagt er, willst du wissen, wie viel der verdient hat letztes Jahr? Dann sagt er, der hat so und so viel verdient und hat so und so viel Steuern gezahlt letztes Jahr. So funktioniert das. Und wenn der Nachbar eine super Villa hat und ein super Auto und so weiter und zahlt keine Steuern, und die anderen Nachbarn sehen das, es ist sehr transparent. Das ist so. Ich habe eine Frage, und zwar in Dänemark und in Schweden gibt es einen relativ gleichmäßigen Sozialstandard, zumindest. Ja? Ein was? Einen gleichmäßigen Sozialstandard, also vom Einkommen und von der Verteilung her. Nur es gibt auch Reiche. Ja. Natürlich, aber doch ein gleichmäßiger Mittelstand. Ja? Wie soll diese Kommunenabgabe funktionieren, wenn zum Beispiel Bayern ein relativ reiches Land ist, unheimlich viel Industrie hat, ja, da die Kommunen natürlich mehr einnehmen und in Mecklenburg-Vorpommern, die hauptsächlich von ein bisschen Landwirtschaft leben und sonst nicht viel Möglichkeit haben, da haben die Kommunen ja keine Möglichkeit, großartig Geld einzunehmen. Also, wie gesagt, haben wir ja jetzt schon. Jetzt wird es ausgeglichen dadurch, dass man abgibt an diese Länder. Das ist jetzt das Extrembeispiel. Ja? Dadurch haben die eine Chance. Die haben mit der Entwicklung und in vielen Dingen hätten die dann keine Chance mehr. Nein, deswegen. Also wenn es keine Lehrer bezahlen können in dem Ort, dann fahren die Kinder vielleicht noch ins Nachbardorf oder in die Nachbarstadt, aber das war's dann. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es gibt einen Finanzausgleich und der Zentralstaat sorgt dafür. Ja, der Zentralstaat sorgt dafür, dass über den Finanzausgleich erstmal festgestellt wird, wie viel brauchen die Kommunen. Und da ist es natürlich so, dass eine Kommune in Mecklenburg nicht weniger braucht als meinetwegen Gauting. Ja, klar. Und die zweite Frage ist, es wird geguckt, wie hoch ist die Steuerkraft. Und da wird in Schweden nur gekommen bis 39.000 Euro Einkommen, was darüber hinausgeht. Die Spitzensteuer geht eher an den Zentralstaat und geht in den Finanzausgleich. Das heißt, nur das Normaleinkommen geht rein. Dann wird geguckt, wie viel würde dann Gauting einnehmen, wie viel würde meinetwegen... Starnberg, hat sie gesagt. Ja, Starnberg, gut, meinetwegen auch Starnberg. Und wie viele würden dann meinetwegen Prerow einnehmen? Mecklenburg, und dann würde man auf der Grundlage sagen, okay, dass der Bedarf ist so und so viel, 3 Millionen, die Kommune nimmt 1 Million ein, die andere nimmt 2,5 Millionen ein, der Unterschied wird ausgeglichen. Und das macht der Zentralstaat. Der Zentralstaat sorgt dafür, dass da ein Finanzausgleich ist, so wie heute auch schon. Wir haben ja auch einen Finanzausgleich, nur unser Finanzausgleich ist so, dass wenn man mehr einnimmt, muss man mehr abgeben. Und das ist bei den Kommunen nicht so, aber man befürchtet, dass es auch so ist, und die Diskussion kenne ich vor allem aus Nordrhein-Westfalen, dass die immer sagen, ja, je mehr Schulden man hat, desto weniger muss man abgeben. Das ist immer die Diskussion, da ist also eine ständige Diskussion, jede Kommune gegen jede, weil das System nicht transparent ist. Also um sowas einzuführen, wie ich gesagt habe, dass die Kommunen selber bestimmen können, ihre Steuerhöhe, ist das Entscheidende, dass sie einen transparenten Finanzausgleich haben, erstens. Und zweitens, dass wenn sie ihre Steuern erhöhen, müssen sie 100% davon selber behalten. Wenn sie ihre Steuern senken, müssen sie mit weniger auskommen. Und das ist das Spannende. Das geht zum Beispiel so weit, dass in Kopenhagen, das ist die Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen besteht aus 5 Kommunen, und die haben unterschiedliche Steuersätze. Steht sogar bei den Zeitungsanzeigen, bei den Wohnungsanzeigen drin, wie hoch der Steuersatz ist, wenn man irgendwo wohnt. Weil die Leute interessiert das. Aber es ist nicht so, dass die Kommunen, die besonders billig sind, besonders attraktiv ist, weil man weiß ja, die Kommunen
die höhere Steuersätze haben, die können auch mehr bieten. Also insofern, die Entwicklung war eben nicht so, wie häufig befürchtet wird, dass die Steuern ständig gesenkt werden, sondern es war genau umgekehrt. Die Steuern für den Zentralstaat wurden gesenkt über 40 Jahre und die Steuern für die Kommunen haben sich in diesen 14 Jahren mehr als verdoppelt. Das ist der spannende Prozess. Und wenn ich jetzt die Umfragen in Deutschland sehe, wie ich vorhin erzählt habe, dann glaube ich ziemlich sicher, dass wir genau den gleichen Effekt hier haben würden. Die Kommunen würden mehr einnehmen, sie würden mehr machen, der Zentralstaat müsste sparen und es würden Aufgaben nach unten verlagert. Das ist eine Dynamik, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein längerfristiger Prozess. Aber dieser Prozess läuft in Skandinavien seit 40 Jahren und läuft in anderen Ländern auch, wo die Kommunen eine starke Rolle spielen. Und ich glaube, wenn wir die Kommunen stärken würden in Deutschland und dafür sorgen müssen, dass die Kommunen gestärkt werden und mehr Eigenständigkeit haben, würden wir nicht nur für das soziale System was Gutes tun, sondern wir würden auch der Demokratie was Gutes tun. Weil die Menschen haben das Gefühl vor Ort, sie sehen, was mit ihrem Geld passiert. Deswegen sind sie auch bereit, was zu geben. Sie sehen, was mit ihrem Geld passiert, wenn Mist passiert. Natürlich passiert auch Mist. Dann kann man aber gleich kritisieren. Dann steht es in der Zeitung, dann geht es los. Nimm mal das Beispiel Arbeitsverwaltung. Ja? Diese zentralisierte Arbeitsverwaltung in Deutschland über Nürnberg ist absoluter Murks. Ja, völlig verantwortungslos, was passiert vor Ort. Und der Sachbearbeiter vor Ort sagt ja, das ist mir aus Nürnberg befohlen worden. Das ist totaler Quatsch. Vor Ort in den Kommunen kann viel gezielter mit Betrieben, mit örtlichen Gegebenheiten umgegangen werden, als bei einem zentralen System. Die hohe Zentralisierung in Deutschland ist kein Vorteil, sondern ist ein Nachteil. In vielen Fragen. Nicht überall, es gibt auch Dinge, die müssen zentral passiert werden, das kann ich auch, habe ich auch deutlich gesagt. Finanzverwaltung muss zentral sein, Polizei darf nicht auf kommunaler Ebene, auf keinen Fall, das hatten wir mal, das führt zu einer Verbrüderung von Mächtigen mit der Polizei, das geht überhaupt nicht. Also Justiz und Polizei müssen zentral organisiert sein, klar, aber viele Aufgaben in der Gesellschaft können dezentralisiert sein. Ja. Aber die Wahlbeteiligung in Kommunen ist ja geringer als auf nationaler Ebene. Das ist richtig. Ja, in Deutschland jetzt. Ne? In Deutschland? Oder in, ja. Ich bin mir unschlüssig, was man machen kann. Das ist eine Diskussion, die auch immer kommt. Also ich sage mal ein paar Argumente. Einmal ist es so, wenn wir die Kommune wesentlich stärken würden, würde die Kommunale auch viel attraktiver werden, weil die an Bedeutung gewinnen würde. Wenn die Kommune 2/3 aller Ausgaben tätigt der Gesellschaft und alle wesentlichen Fragen der Gesellschaft erledigt, dann hat die, das, was vor Ort passiert, natürlich eine viel höhere Bedeutung. Von daher glaube ich, dass es spannender wird. Zweitens, ich glaube, dass auch qualifiziertere Leute in den Kommunen kandidieren. Muss man sich auch mal überlegen. Wir haben ja, also München kann mich, ist ja eine andere Situation im Stadtparlament. Aber gehen Sie mal aufs flache Land. Wir haben doch häufig in den Dörfern Rentnerparlamente. Ja, weil niemand kann das mehr da hingehen. Weil sie sagen, was soll ich denn da? Das sind im Wesentlichen auf dem Lande häufig nur die Bauern, die Interesse daran haben, dass die, welche Grundstücke als Bauland ausgewiesen werden. Ja, das ist die Hauptmotivation, dann auch im Gemeinderat zu gehen. Also ich glaube, es würde sich sehr viel ändern in der Kommunalpolitik. Außerdem muss man natürlich dazu sagen, das Problem, was wir haben, dass die Kommunalwahlen schlecht besucht werden, hängt natürlich auch ganz schön damit zusammen mit unseren Medien. Weil wenn die Wahlen richtig spannend sind und unheimlich viele Diskussionen sind, wie bei der Bundestagswahl, dann gehen die Wahlbeteiligung hoch. Wenn ich vor Ort meine spannende Bürgermeisterwahl habe, wo alle den kennen und wissen, um was es geht, gehen die Wahlbeteiligung hoch. Aber häufig ist es so, ich kenne das aus unserer Lokalzeitung, die berichten häufig nur hinterher. Und unsere jungen Leute kriegen häufig gar nicht mit, wann Wahl ist. Die kriegen zwar mal diesen Zettel, aber sie kriegen das häufig gar nicht mit, weil sie lesen keine lokale Zeitung mehr. Was wir bräuchten, wäre im Grunde viel mehr lokales Fernsehen, viel mehr lokale Medienberichterstattung. Und genau das ist aber auch etwas, was sich entwickeln könnte, wenn die Kommunalpolitik in den Vordergrund rücken würde. Also ich glaube, es würde nicht automatisch passieren, aber ich glaube, wir hätten Chancen, auch die Kommunalpolitik mehr bedeutsamer zu machen. Also ein wichtiger Punkt ist, also ich würde das sehr einleuchten, weil ein wichtiger Punkt ist, ich bin ja froh, ich bin jetzt seit 2-3 Jahren in München und es ist erstaunlich, wie man wirklich gelebte Demokratie in den, jeden Monat kann man zur Bezirksausschussversammlung gehen und da muss ich aber feststellen, leider muss ich feststellen, und das ist
Teil auch in den Medien, dass ein sehr schlechtes professionelles Niveau ist. Ja, kann. Ja. Ja. Das hängt doch damit zusammen, dass auf der Ebene überhaupt so wenig entschieden werden kann. Also ich glaube, da wäre so kleiner Kram nur Unterschied. Ich kenne das auch von den Bezirksausschüssen. Das ist, das ist eine Qual dahin. Also, die selber sich eine große Kraft sagt, das ist schon peinlich. Also ist natürlich so. Einmal ist es so, dass diese, ich kenne das ja auch in Stadtversammlungen bei uns in Kiel. Natürlich ist es so, dass die Stadtteilversammlungen nichts zu entscheiden haben. Das ist das Erste. Was natürlich das Interesse an diesen Versammlungen auch drückt. Es wird aber viel entschieden, welcher Baum gefällt wird. Ja, aber auch lauter so winzige Sachen. Also das ist ein Problem. Das Zweite ist natürlich, ich glaube, dass die Qualität der Kommunalpolitik wächst mit den Aufgaben. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube natürlich nicht, dass die Kommunalpolitik automatisch besser ist als die Bundespolitik. Sie ist bloß leichter durchschaubar vor Ort. Es ist vieles leichter durchschaubar, was passiert. Das heißt, man kann es auch eher korrigieren und verbessern, wenn man merkt, es ist schiefgelaufen. Natürlich werden auch falsche Bauprojekte gebaut. Also die Menschen sind so, die machen Fehler. Ich glaube, Politik ist Fehler. Ich habe ein eigenes Kapitel geschrieben über die Frage der Fehlerhaftigkeit von Politik und dass wir anders damit umgehen müssen. Wir erwarten immer von einem Politiker, dass er perfekt ist und dann muss er nachweisen, und wenn er einen Fehler gemacht hat, wird er gefragt und dann leugnet er oder so, all diesen Quatsch. Totaler Unsinn. Das ist so komplex, jeder wird Fehler machen. Also wir müssen auch mit der Fehlerhaftigkeit von solchen Dingen umgehen. Aber vor Ort ist das wesentlich transparenter. Ich glaube, dass die Transparenz wächst und entscheidend ist, die Menschen sind eher bereit, das Geld zu geben und die Menschen sind eher bereit, auch sich einzumischen vor Ort. Das ist der entscheidende Punkt und sie fühlen sich. Das zeigt auch Dänemark die Akzeptanz der Politik. Sie haben das Gefühl, sie können selber Politik gestalten und damit ist die Demokratie. Wenn bei uns nur noch 20% die Demokratie gut finden, dann ist das eine Katastrophe. Ja? Und dann kann man auch, und deswegen glaube ich, dass es ganz wesentlich ist, an diesem Punkt auch etwas anzupacken. So, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ich wollte noch weiterkommen, deswegen nehme ich jetzt die beiden und dann machen wir weiter. Ja, ich frage mich jetzt in einem Augenblick, wo sich Europa immer mehr in Richtung auf einen Bundesstaat entwickelt mit übergreifenden Strukturen. Das haben wir jetzt mit der Juncker. Können wir die Europa-Diskussion auf den Schluss schieben? Ja, nicht nur. Nein, wir wissen, was hat Europa, also die Europäische Kommission, vor in Sachen Kommunalverwaltung? Wollen wir das am Schluss diskutieren? Ja, meine Frage geht genau auch in diese Richtung. Ich schlage vor, das machen wir dann am Schluss. Wir wollen jetzt noch ein paar Beispiele und Punkte bringen und dann am Schluss machen wir nochmal die politische Diskussion. Du schreibst, dass Deutschland eines der schlechtesten Rentensysteme hat. Warum? Ja, das habe ich erst beim Schreiben des Buches gelernt. Ich hatte mir also angeguckt, wie verschiedene Länder Probleme lösen. Und dann habe ich festgestellt, es gibt also reihenweise Vergleichsuntersuchungen über alles. Ich hatte ja schon erzählt, Dezentralisierung. Es gibt auch Untersuchungen über Rentensysteme, es gibt Untersuchungen über Gesundheitssysteme und so weiter. Bei Gesundheitssystemen ist es relativ kompliziert, also die zu vergleichen, weil es da sehr viele Kriterien gibt. Bei Rentensystemen ist es ganz einfach. Und alle Untersuchungen weltweit kommen zu dem gleichen Ergebnis. Deutschland hat das zweitschlechteste Rentensystem von allen OECD-Staaten. Noch wesentlich schlechter als die USA. So, warum? Da muss man sich mal angucken, welche Länder werden gut bewertet. Ich bringe da als erstes Beispiel, das ist immer die Schweiz, weil man es da nicht erwartet. Die Schweiz liegt auf Platz 7 bei der Bewertung weltweit der Rentensysteme. In der Schweiz ist es so, dass es eine Basisrente gibt. Im Moment bekommt jeder Schweizer Bürger, der 40 Jahre in der Schweiz eingezahlt hat, und man zahlt nicht ein, weil man arbeitet, sondern jeder zahlt ein. Auch ein Student zahlt ein, auch eine Hausfrau und Hausmann zahlt ein, ohne Einkommen, muss ein Mindestbeitrag zahlen, ein paar Euro, also ein paar Schweizer Franken. Also jeder zahlt ein, ein Millionär muss einzahlen, 8,4%, ein Milliardär muss einzahlen, 8,4%. Wenn jemand ein Milliardär ist und also ein hohes Vermögen hat, wir haben ja eine Vermögenssteuer und weisen das auch aus, man weiß es also, wenn man also ein hohes Vermögen hat und zahlt, weist kein Einkommen aus, muss man eine Vermögensabgabe sogar zahlen. So weit geht das in der Schweiz. Alles 1947 per Volksentscheid eingeführt worden. Es
gab 6 Versuche, das Per-Volksentscheid zu kippen, sind alle gescheitert. Die Schweizer lieben ihr Rentensystem. Das ist die allgemeine Hinterbliebenenversicherung, allgemeine Alters- und Hinterbliebenenversicherung, AHV. Also jeder hat im Moment 1100 Euro, das entspricht nach deutschem Kaufkraft etwa 800. Wenn man also ab dem 20. Lebensjahr ist man Pflichtmitglied, das heißt, wer 40 Jahre, ab 40 Jahre in der Schweiz gelebt hat, also 60 geworden ist, man kann, oder eben ein paar Jahre draußen war, aber die 40 Jahre voll hat, der kriegt diese volle Basisversicherung. Und das ist die erste Säule, die kriegt jeder. Die zweite Säule ist das, was wir in Deutschland haben, nämlich eine Berufsversicherung. Das heißt, man zahlt, wenn man arbeitet, Beiträge in eine Rentenkasse. Die sind aber niedriger als bei uns, die sind bloß 5,5%. Man zahlt Beiträge in eine Rentenkasse und das, was man an die Rentenkasse zahlt, kriegt man zusätzlich. Und zwar so viel, wie man eingezahlt hat, kriegt man auch entsprechend wieder raus. Das heißt, die zweite Säule ist eine berufsbezogene Zusatzsicherung. Die erste Säule ist sicher, ist dazu da, die Existenz zu sichern. Um den Lebensunterhalt zu sichern. Also Armutssicherung ist die erste Säule. Die zweite Säule ist Lebensstandardsicherung. Den Lebensstandard sichern. Das ist die zweite Säule. Und dann gibt es für Leute, die noch mehr wollen, das gibt man insbesondere für die Reicheren, die können noch weiter einzahlen, das ist die dritte Säule und die dritte Säule ist dann sozusagen die freiwillige Säule. Aber die ersten beiden Säulen sind Pflicht. Das gleiche System, noch besser, gibt es in den Niederlanden. Die Niederlande stehen auf Platz 1 aller weltweiten Rankings. Die haben das auch. Die Niederlande haben also eine Basisversicherung von 800 Euro. Die haben eine berufliche Zusatzversicherung, die sozusagen dann on top geht. Und die haben weiterhin einen Freiwilligenzweig, ziemlich ähnlich wie in der Schweiz. Und sie haben zusätzlich eine Arbeitsausfallversicherung, das heißt, wenn Frauen schwanger werden, Pausen machen, also bei Arbeitsausfällen, Arbeitslosigkeit und so weiter, dann kriegt man für diese Zeiten auch noch eine Rentenfortzahlung. Das ist das niederländische System. Ähnlich das dänische System und so weiter. Australische ist auch relativ gut. Man kann sagen, alle diese Länder haben im Grunde das Wesentliche, sie haben für die Lebensstandarderhaltung eine Basisrente. Und das Entscheidende in Deutschland ist, dass es keine Basisrente gibt. Deutschland hat keine Basisrente. Das heißt, ein Viertel der Bevölkerung, die heute leben, wird wahrscheinlich niemals aus der Grundsicherung rauskommen. Er wird also in die Grundsicherung fallen. Die Grundsicherung ist heute etwa bei Hartz IV plus Wohngeld. Das heißt, man liegt dann etwa, je nachdem, wo man wohnt, zwischen 750, 850 Euro. In München wahrscheinlich sogar fast wegen der Wohnungspreise fast bei 900, vermute ich mal. Also irgendwo da liegt die Grundsicherung. Aber bei der Grundsicherung wird alles, was man in seinem Leben angespart hat, gegengerechnet. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, jemals etwas zu sparen. Alles, was Sie in die Rentenkasse eingezahlt haben, geht verloren, weil es angerechnet wird. Ja? Alles, was Sie bei Riester eingezahlt haben, geht verloren, wird alles angerechnet. Das heißt, eine Niedrigverdienerin, und ich rede jetzt nicht von einem 400-Euro-Job, sondern ich rede jetzt von einer Friseurin, die ihr Leben lang, wie meine Schwägerin, 45, wenn sie in Rente geht, wird sie über 50 Jahre gearbeitet haben, weil sie mit 14 angefangen hat. Hat immer in die Rentenkasse eingezahlt, hat immer vorher gearbeitet, hat eine Tochter großgezogen als Alleinerzieherin. Die wird also ihr Leben lang eingezahlt haben in die Rentenkasse und wird trotzdem eine Rente kriegen, die unterhalb der Grundsicherung ist. Das heißt, alle Ersparnisse, falls sie welche hätte, natürlich hat sie keine, alle Ersparnisse würden angerechnet, bevor sie überhaupt Geld kriegt. Welchen Sinn macht es für sie, irgendetwas zu sparen? Überhaupt keinen. Das ist der Grund, warum das deutsche Rentensystem so schlecht bewertet wird. Weil wir keine Basisrente haben. Ich glaube, meine Überzeugung ist, es gibt ein paar Grundaufgaben, die eine zivilisierte Gesellschaft haben sollte. Das eine ist eine Basisabsicherung im Alter. Das zweite ist eine vernünftige Krankenversorgung. Und es ist eine Arbeitslosenversicherung. Das sind die Grundfunktionen, die eine Gesellschaft leisten könnte. Und bei der zweiten fehlt in Deutschland ein wesentliches Element.
Das ist so ganz grob, warum ich glaube, dass es eine Riesenaufgabe ist, die vor uns steht. Das wird noch zum Riesenkrach kommen, wenn das gewusst wird. Wir sinken ja im Moment ab. Wir hatten ja mal eine Nettoquote von 60% und sind jetzt bei 53. Und nach der jetzigen Rentenformel wird die Rente auf 42% absinken in den nächsten 20, 25 Jahren. Das heißt, diese Entwicklung, die jetzt prognostiziert ist, wird irgendwann zum Krach führen. Ist relativ sicher. Und dann werden wir eine grundsätzliche Debatte in Deutschland kriegen. Ich glaube aber, dass es ganz sinnvoll wäre, sich jetzt schon mal Gedanken zu machen. So, jetzt habe ich ein paar. Diese Grundsicherung heißt doch im Alter bedarfsorientiert. Und nachdem der ältere Mensch doch weniger Bedarfe hat, ist die niedriger wie Hartz IV Sache im Allgemeinen. Das heißt bedarfsorientiert, nicht Grundsicherung. Also diese Grundsicherung, ist der offizielle Terminus. Die Grundsicherung. Ja, bedarfsorientiert. Ja, die Grundsicherung ist... Da wird unterschieden zwischen jung und alt. Ja, aber die Grundsicherung ist in der Höhe, liegt sie irgendwie bei Hartz IV, von den Bedingungen ist sie sogar etwas heftiger. Von dem, was man behalten darf und so, ist sie sogar noch ein bisschen schwieriger. Man hat also eine Grenze von 2000 Euro, die man behalten darf. Aus meiner Sicht ist ja ein Problem der gesamten deutschen Sozialversicherung die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, wer über einer bestimmten Summe verdient, bei dem wird das darüber hinausgehende nicht mehr, oder muss er für die darüber hinausgehenden Gehaltsteile nichts mehr in die Sozialversicherung einzahlen. Gibt es das in der Schweiz, in den Niederlanden und so genau? Eine Beitragsbemessungsgrenze, sowohl bei der Gesundheit als auch bei der Krankenkasse, gibt es in keinem Land der Welt, außer in Deutschland. Ja, das gibt es nicht. Dort zahlt man immer entsprechend seinem Einkommen an. Das wird entweder über Steuern finanziert, wie in Skandinavien, zum Beispiel das Skandinavische, die Basisrente wird in Skandinavien über Steuern finanziert. Das heißt, wenn man über Steuern zahlt, deswegen haben die Dänen auch die höchsten Steuern der Welt, aber dafür haben sie viel niedrigere Sozialversicherungsbeiträge. Ja? Das ist ein bisschen der Unterschied. Wenn man weiß, dass bei der Steuer die Hälfte der Steuer, bei der Einkommenssteuer, die Hälfte der Steuer von den reichsten 10% gezahlt werden. Die reichsten 10% zahlen die Hälfte der Einkommenssteuer. Was ja auch Sinn macht, weil sie ja auch das beste Einkommen haben. Die unteren 50% der Gesellschaft zahlen ja praktisch keine Einkommenssteuer. Wenn man das denn auf die Sozialversicherung umlegt, dann stellt man fest, bei der Sozialversicherung in Deutschland ist es anders. Erstens gibt es keine Freigrenze unten. Beim Steuern habe ich ja 10.000 Euro Freigrenze. Oder 8.000 im Moment. Bei der Sozialversicherung habe ich keine Freigrenze. Das heißt, ab der ersten Euro muss ich zahlen, auch die geringfügigen Arbeitsverhältnisse, 400 Euro Verhältnisse, auch obwohl die nie eine Chance haben werden, irgendwas daraus zu kriegen, müssen bereits voll Sozialversicherung zahlen, 33%. Alle zahlen linear, wenn bei der Steuer geht es ja progressiv hoch. Das heißt, wenn ich eine progressive Steuer hätte, dann würden die obersten 10%, wenn ich daraus auch die Rente verziehen würde, würden die obersten 10% die Hälfte zahlen. In Deutschland ist es so, dass das nicht gibt, ist die Rentenversicherung so teuer. Wir haben das teuerste Rentenversicherungssystem von den Beiträgen, haben wir eins der höchsten der Welt, weil uns die Einzahler der oberen 10% fehlen. Das ist das Problem im deutschen Rentensystem, logischerweise. Das ist das Geheimnis, was hinter der Finanzierung steht, wenn ich immer gefragt werde, ja, wie soll das finanziell aussehen und wie läuft das in anderen Ländern. Wie man es umstellen kann, ist eine andere Diskussion. Da will ich jetzt heute nicht drauf eingehen, da müsstet ihr mich einladen für eine Rentendiskussion. Mache ich auch gerne, aber im Moment wollte ich einfach nur mal darstellen, dass wir mit den Renten ein Riesenproblem haben. Und das Spannende ist, es wird diskutiert, als gäbe es den Rest der Welt nicht. Und das Spannende ist, gucken wir uns um. Die besten Rentensysteme der Welt sind in Dänemark, in Niederlanden und in Schweiz. Das sind unsere Nachbarländer. Ich brauche gar nicht nach Australien zu gucken, die eins der zweitbeste der Welt haben. Auf Platz 2 liegen. Es ist ganz erstaunlich. Die besten liegen rund um uns herum und niemand guckt mal über die Grenze und alle diskutieren, als sei alles unfinanzierbar. Das finde ich hochspannend. Übrigens, wenn ich das Rentensystem nicht aus Beiträgen, sondern aus Steuern finanziere, habe ich auch nicht das Problem mit der Zahl der Beschäftigten. Weil dann ist nicht die Kennzahl für das Einzahlen ins System, ist dann plötzlich nämlich nicht mehr die Beiträge der Beschäftigten, sondern das Bruttoinlandsprodukt. Und wenn ich ein hohes Bruttoinlandsprodukt habe und ich bin überzeugt, da sowieso nur noch 21% unserer Bevölkerung produktiv arbeiten, der Rest macht Dienstleistungen, also Staat oder
Kindergarten oder Altersheim und so weiter, 51% arbeiten produktiv. Das wird in den nächsten 20 Jahren auf 15% sinken, ganz sicher. Das heißt, unser Bruttoinlandsprodukt wird nicht sinken, weil wir weniger Beschäftigte haben. Totaler Quatsch. Wenn also die Messzahl für die Qualität des Rentensystems das Bruttoinlandsprodukt ist, habe ich überhaupt kein demografisches Problem. Das demografische Problem entsteht aus unserem verrückten Matras-System. Nur mal als Randbemerkung dazu. Ich wollte es jetzt an Sie schließen, aber es war noch eine Frage. Die EU-Geschichten? Kann man nicht jetzt ran? Nee, kommen wir noch. Wie lange haben wir denn bist noch? Bist du damit fertig mit Rente? Ja, dann machen wir Rente jetzt Schluss. Also welche positiven Beispiele beschreibst du noch? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit haben wir noch heute? Was habt ihr denn? Ja, für? Also sagen wir mal, wenn wir eine halbe Stunde Diskussionen einrechnen, hast du jetzt noch eine Viertelstunde. Gut, dann mache ich in der Viertelstunde noch ein paar Beispiele, worüber ich in meinem Buch schreibe. Ich kann das natürlich nur auswahlweise machen. Aber was ich immer ganz gerne nenne ist, was haben wir denn hier? Also, was man immer erwähnen sollte, das werde ich jetzt aber nicht erklären, ist die Frage, wonach werden eigentlich die Qualität von Bildungssystemen gemessen? Das ist hochspannend. Das ist auch deswegen hochspannend, weil in Deutschland ist ja bei PISA eine heiße Debatte gab, die Schweden würden irgendwie toller sein, weil sie so viel Geld dafür ausgeben. Das stimmt. Die Schweden geben doppelt so viel Geld fürs Bildungssystem aus wie Deutschland. Nur, das Abschneiden bei PISA war nicht besser als in Deutschland. Das ist ein großer Irrtum. Es wurde immer behauptet, fuhren die Leute nach Schweden. Das ist falsch. Die Schweden haben nicht besser abgeschnitten bei der PISA-Studie. Wesentlich besser abgeschnitten haben zum Beispiel die Finnen. Die Finnen geben aber nicht mehr Geld für die Bildung aus als Deutschland. Es ist also nicht eine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage, die ganz viel mit unserer Art, System, wie Bildung organisiert ist, zu tun hat. Und das finde ich hochspannend. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, gerade wenn man auch sich im Bildungssektor engagiert. Das tun ja wahrscheinlich einige. Das zur Bildung, ich erkläre das jetzt nicht, weil das zu weit führt. Stichwort Dreigliedriges und so weiter. Also vielleicht dieses Stichwort kannst du noch sagen, warum, wo das Problem liegt in Deutschland, warum das... Nö, lasse ich jetzt. Das ist ein bisschen komplexer. Das ist ein bisschen komplexer. Zur Kinderbetreuung. Es gibt ein Land bei uns in der Nähe, das sozusagen in Bezug auf Kinderbetreuung heile Welt ist. Frankreich. Frankreich hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Franzosen völlig anders in der Kinderbetreuung draußen als die Deutschen und mittlerweile weltweit Spitze sind, hat einen einfachen Grund. Die Franzosen haben diesen, man könnte auch sagen, diesen Wahn der Grande Nation. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Franzosen festgestellt, dass sie die geringste Geburtenrate haben der Welt. Warum, jetzt weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Deutschland noch alles so dann anfing, so richtig loszugehen, hatten die eine sehr geringe Geburtenrate. Und die Franzosen hatten immer die Angst, dass sie hinter England zurückfallen. Und Deutschland sowieso. Also mussten sie mehr Geburten haben. Dann haben die also damals ein nationales Programm für Geburten gemacht und haben in Frankreich die Welt auf den Kopf gestellt. Also in Frankreich ist es wirklich so, ich weiß nicht, es waren ja sicher schon einige in Frankreich, aber muss es mal wahrnehmen. Gehen Sie in Frankreich an den Strand, Sie werden hinter der nächsten Düne eine Kinderkrippe finden, wo man in der Düne spielt. Gehen Sie in die Bank, dann finden Sie eine Krippe. Gehen Sie ins Einkaufszentrum, finden Sie eine Krippe. Gehen Sie in die Behörde, finden Sie eine Krippe. Egal, wo Sie hingehen, es ist immer die Kinder mitgedacht. Abgesehen davon, dass die Kinder automatisch natürlich staatlich in den Krippen und Schulen und so weiter voll betreut werden. Weil in Frankreich ist es normal, dass eine gut ausgebildete Französin in einem Führungsjob arbeitet und drei Kinder hat. Und da fragt niemand, wie schaffst du das? Weil das mittlerweile eine Tradition hat. Und Französinnen, die nach Deutschland kommen, die denken, sie sind in einer völlig verkehrten Welt. Es ist ganz irre. Das Land lebt neben uns, das existiert und ist an diesem Punkt wesentlich weiter als wir. An anderen Punkten nicht. Aber es erstaunlich ist, dass es sowas gibt und dass man bei uns immer denkt, es geht alles nicht. Anderes Beispiel, Naturschutz. Ja. Wir kämpfen in Deutschland um die 10%-Marke, ob wir es schaffen, in Deutschland 10% unter Naturschutz zu stellen. Das ist im Moment da sind wir so ungefähr im Moment. Ich weiß noch, wir in Schleswig-Holstein haben damals, als ich in der Regierung war, haben wir 9 Jahre gebraucht, um von 2 auf 10% zu kommen. Da waren wir total stolz.
Die Wahrheit ist, von den 10%, die wir damals ausgewiesen an die EU gemeldet haben, das Schöne ist, man kann es an die EU melden, dann kann es die Schwarzen, wenn sie anschließend drankommen, nicht wieder zurückdrehen, weil der Bauer einfach mal das fordert. Weil wenn man es an die EU gemeldet hat, geht es nicht wieder rückwärts. Das ist schon mal klasse. Also es ist eine super Einrichtung, muss man einfach sagen. Es ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Aber 10%. Es gibt ein hochentwickeltes Industrieland, das dichter bevölkert ist, zumindest im Zentralbereich, als Deutschland, wesentlich dichter bevölkert ist. Und noch mehr, wenn man weiß, was da, was gar nicht so richtig bewohnbar ist. Und das ein Großteil des Landes unter Naturschutz gestellt hat. Und das eine Waldfläche hat, obwohl es so hoch industrialisiert ist, der Anteil des Waldes an der Landesfläche ist genauso hoch wie in Finnland und in Schweden. Zwei Länder, die im Vergleich zu Deutschland fast unbesiedelt sind. Und welches Land ist das? Japan. Ja. Das ist völlig irre. Das hat sich natürlich auch historisch entwickelt. Japan war mal fast abgeholzt im 17. Jahrhundert und hat dann eine nationale Forstpolitik entwickelt vor Deutschland. Deutschland war ja auch, gilt da ja auch als eines der ersten Länder. Und hat damals eben damals hat sich dieses Verhältnis zur Natur in Japan herausgewickelt, was heute in der Literatur, in der Kunst und so weiter überall zu finden ist. Und was für viele andere als vorbildlich gilt. Was natürlich historische Gründe hat. Aber das Irre ist, es ist möglich. Ja? Was noch irrer ist, wenn ich jetzt einen Stadtstaat wie Hongkong nehme. In Hongkong stehen von der Fläche des Landes 40% unter Naturschutz. Von der Stadtfläche. Die Stadt ist so groß wie Berlin und hat aber mehr Einwohner. Wie machen die das? Berlin hat 2%. Ja, das ist natürlich unter der englischen Herrschaft gemacht worden. Aber die wohnen ja auch alle in diesen Hochhäusern. Aber nun könnte man ja denken, nachdem sie zu China rückgegangen sind, jetzt würde das alles geändert. Das Irre ist, dass in Hongkong die Bevölkerung dagegen ist, neue Bauflächen auszuweiten. Das hat auch ganz spezielle Gründe. Das ist nicht etwas Grundsätzliches, sondern der einfache Grund in Hongkong liegt daran, dass in Hongkong die gesamte Sozialpolitik als Wohnungspolitik funktioniert, weil diese Wohnungen sehr teuer sind. Und der Flat, früher waren es 40 Quadratmeter, jetzt sind es 60 Quadratmeter, das ist der Standardflat für eine Familie, der in diesen Hochhäusern, der hat einen Wert, der liegt heute deutlich über 500.000 Dollar. So, das wird mit Sozialprogrammen finanziert, damit die Normalbürger sich das leisten können. Das gehört den Leuten. Die Leute haben Angst, wenn jetzt Flächen ausgewiesen würden, dass der Wert der Flats sinkt. Das ist der Grund, deswegen stimmen die dagegen. Ist verständlich, ist natürlich nicht übertragbar, aber mir ist immer wichtig an diesen ganzen Diskussionen, es geht vieles ganz anders, als es bei uns gedacht wird. Und wenn bei uns gesagt wird, wir können nicht 20% des Landes unter Naturschutz stellen, dann haben wir keine Flächen mehr für die Bauern, dann können wir gar nichts mehr machen, dann sage ich immer nur, das stimmt nicht. Es gibt Länder, die können das und das sind auch Länder, die gut wirtschaften und die auch nicht deswegen weitergegangen sind. Man muss nur damit umgehen können und muss eben die Rahmenbedingungen entsprechend setzen. Anderes Beispiel, das ist noch verblüffend. Ja, ein Beispiel, was ich immer bringe, ist die direkte Demokratie in der Schweiz. Da wird ja immer gesagt, das geht überhaupt nicht bei uns. Direkte Demokratie. Natürlich gibt es auch manchmal Entscheidungen, die nicht so passend sind. Also wir erinnern uns an die Minarettentscheidung. Wo man in Deutschland immer nur gesagt wird, die haben die Minarettentscheidung gefällt, das ist ganz schlimm, was in der Schweiz gemacht haben. Ich sage dazu, diese Minarettentscheidung hat überhaupt keine Bedeutung, weil in der Schweiz die Ausweisung von Kirchen ist Sache der Gemeinde. Und die Verfassung kann die Gemeinde überhaupt nicht. Und die Bundesregierung hat zwar den Auftrag, dafür zu sorgen, dass keine Minarette gebaut werden, durch den Volksentscheid gekriegt. Sie kann das aber nicht umsetzen, das hat sie auch gleich erklärt, weil sie gar nicht zuständig ist. Zuständig sind die Gemeinden und die Gemeinden pupsen darauf, dass die Bundesregierung in solchen Fragen sagt. Gut, aber in der Schweiz sind auch durchaus Dinge entschieden worden, die positiv sind, das muss man auch sagen. Also abgesehen davon, dass es zur Demokratie beiträgt, dass über Dinge entschieden werden. Ich möchte als Beispiel nur bringen den Gütertransfer über die Alpen. Die Schweiz hat in einem Volksentscheid beschlossen, dass der Gütertransfer über die Alpen auf der Schiene stattzufinden hat. Das war eine
Entscheidung, die hat die Bundesregierung vor große Probleme gestellt. Die hat das gelöst, indem sie beschlossen hat, zwei Tunnel zu bauen und dann gesetzlich festzuschreiben, dass Alpentransfer grundsätzlich nur noch auf der Schiene stattfindet. In der Übergangszeit gibt es einen Maut. Wir haben also müssen bezahlen und jetzt werden die Tunnel gebaut. Ein Tunnel ist schon fertig, der andere ist demnächst fertig. Heute ist es schon so, nachdem ein Tunnel fertig ist, dass in der Schweiz zwei Drittel des Alpentransfers über die Schiene läuft, nur noch ein Drittel über die Straße, über LKWs. In Österreich, was ja vergleichbar ist, ist es so, dass drei Viertel über die LKWs läuft, nur ein Viertel über die Schiene. Es geht also. Es funktioniert. Das Ganze war das größte Investitionsprojekt, das zu diesem Zeitpunkt auf der Erde vorgekommen ist, nach meiner Kenntnis. Das Ganze ist ein Volumen für ein Projekt oder für die beiden Tunnel von 30 Milliarden Euro. Also ein Riesenprojekt, das über Maut finanziert wird. Aber es geht. Ich glaube, keine Regierung der Welt hätte so eine Entscheidung getroffen ohne einen Volksentscheid. Darüber hätten sich alle Parteien so in die Haare gekriegt, zerstritten, jahrelang zerstückelt. So etwas ist nur möglich, wenn es nationale Volksentscheide gibt. Ich glaube, auch wir würden bestimmte Entscheidungen treffen können. Ich lasse das jetzt mal weg, welche, wenn es darauf ankommen würde. Anderes Beispiel. Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Viele Leute, auch durchaus in grünen Kreisen oder in linken Kreisen oder wo auch immer, sagen, okay, ist eine schöne Forderung, Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern, aber ist unrealistisch. Kann man nicht hinkriegen. So, welches Land hat es geschafft, den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern, wo der LKW im Fernverkehr praktisch keine Rolle mehr spielt? Die USA, richtig. Die USA. Die USA hatte das Problem, dass sie riesige Eisenbahnstrecken, man kennt das ja aus Union Pacific und diese ganzen Westfilme und so, hatten die haben ein riesen Eisenbahnnetz aufgebaut, im vorvorigen Jahrhundert noch teilweise und dann im vorigen Jahrhundert. Und dann trat die Situation ein, dass man den Flugverkehr, der Personenverkehr auf das Flugzeug abging und die Großteil der Zugstrecken eingestellt wurde. Dann haben die amerikanischen Eisenbahngesellschaften haben angefangen, um den Güterverkehr sich zu kümmern. Die haben ein kontinentweites Güternetz aufgebaut, also Mexiko, USA und Kanada in einem Netz und transportieren. Heute fährt der normale Zug in den USA, sieht so aus, 3 Kilometer lang, Doppelstock, also 2 Container übereinander und 30 Meilen. Also er fährt langsam energiesparend mit einem Zugführer vorne weg, 3 Kilometer lang, kann man sich vorstellen. Solche Züge sind bei uns natürlich nicht möglich. Das Ergebnis ist, dass sie so kostengünstig fahren, dass praktisch im Fernverkehr in den USA der LKW keine Rolle mehr spielt. Der LKW macht die lokale Verteilung im Wesentlichen. Der Rest wird übers Schiff abgewickelt, weil die Großstädte in den USA ja fast alle entweder an den großen Seen oder an den Ozeanen liegen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das einfach kopierbar ist, aber das Erstaunliche ist, es geht. Und in Europa ist es übrigens daran gescheitert, das ist auch so ein Thema, was man diskutieren muss, in Europa ist es an den nationalen Bahngesellschaften gescheitert. Wir haben in Europa die nationalen Bahngesellschaften, die eifrigst darauf geachtet haben, dass ja kein Zug aus dem Nachbarland bei ihnen reinfährt. Erst die EU hat das in den letzten Jahren erzwungen, dass Züge über die Grenze fahren dürfen. Vorher gab es mal so internationale Züge, die mussten dann aber die Loks wechseln und so weiter und so fort. Jetzt fahren ja mittlerweile ICEs von Deutschland nach Paris. Gibt es ja mittlerweile, ist ja schon mal ein Fortschritt. Die müssen aber, wenn sie einmal durch Europa fahren, also nehmen wir mal Portugal, Finnland, dann muss man, glaube ich, 3-mal die Spurweite wechseln. Man muss mehrfach die Stromsystem wechseln. Man muss mehrfach die Stromfrequenz, die Stromstärke wechseln, man muss, die Sicherheitsvorkehrungen sind andere und so weiter und so fort. Das heißt, jedes Land hat seine eigene Geschichte und hat darauf geachtet, dass nichts reinkommt. Das ist, mittlerweile wird das langsam aufgebohrt, aber es ist einer der Gründe, weil Fernverkehr lohnt sich natürlich umso mehr, je weiter man fährt. Ist ja logisch. Und wenn man den Fernverkehr praktisch verhindert, indem die nationalen Gesellschaften nicht wollen, dass das fast stattfindet, und dann, also in dem Bereich, ich bin absolut dafür, nochmal, damit ich nicht missverstanden werde, das Schienennetz sollte staatlich sein. Ich finde, das ist eine gute Einrichtung. Ich glaube aber, die Leute, die auf den Schienen fahren, könnten ruhig privatwirtschaftlich organisiert sein.
das ist eine Diskussion, die müsste man mal führen. Da gibt es gute Argumente für. Ja, Beispiele. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich sage mal, in Deutschland ist es ja auch so, dass wir in Deutschland ein paar gute Sachen haben. Dass wir die Energiewende hier so weit fortgekriegt haben, ist ja nicht schlecht. Und was ich immer sage, ist, dass die Mülltrennung, die wir hingekriegt haben, da haben wir ja was erfunden, was durchaus mittlerweile sich relativ weit verbreitet hat. Ich glaube also, dass man... Oh, danke schön. Dankeschön. Ich glaube... Also meine Konsequenz aus dem Ganzen, ich mache jetzt mal Schluss, meine Konsequenz aus dem Ganzen ist, es gibt in vielen Teilen der Welt und an vielen Stellen gute Beispiele, wo man Dinge besser machen kann. Und das Erstaunliche ist, gerade wenn ich auf Länder wie Dänemark gucke, es sind gar nicht große Staaten, es wird immer von Globalisierung geredet, was man alles machen muss. Dänemark ist ein Land, das ist nicht, hat nicht irgendwelche Bedingungen, die Deutschland nicht hätte. Ja? Es hat keine besonderen Rohstoffe oder Ressourcen. Es ist ein hochentwickeltes Industrieland. Das Bruttoinlandsprodukt von Dänemark liegt auf gleicher Größenordnung wie Deutschland. Es ist auch hochindustrialisiert, auch wenn man das in Jütland nicht merkt. Die meisten Touristen fahren ja nach Jütland. Die dänische Industrie ist aber auf Fünen und auf Seeland. Muss man wissen, da liegen die großen Zentren. Aber es gibt nichts, was hier nicht geht. Es ist nicht so, ich wüsste nicht, warum es nicht übertragbar wäre. Man könnte Dinge tun, man muss den Mut haben, politische Entscheidungen zu treffen. Und häufig wird bei uns erzählt, die Globalisierung, in Zeiten der Globalisierung haben wir keine politischen Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Die Politik kann nichts mehr entscheiden und so weiter. Und dann kam dieses Sprichwort von Merkel, unsere Politik ist alternativlos. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, die Politik ist nicht alternativlos. Wir haben Alternativen, das kann gemacht werden. Die Politik muss den Mut haben. Und wenn ich Vorstellungen habe, dass es geht, glaube ich, hat man auch die Kraft, etwas zu verändern. Und das ist so mein Credo. Ja, davon möchte ich was überbringen. Ja, das war die Frage nach Europa. Ne? Ich bin ein glühender Anhänger von Europa. Das vorweg. Europa oder die EU? Ich bin ein glühender Anhänger von Europa. Wir haben, die Europäer haben sich über 3000 Jahre, seit es hier Zivilisationen gibt, in Europa die Köpfe eingeschlagen. Haben Kriege geführt. Und das 20. Jahrhundert war das Mörderischste in der Weltgeschichte. Und Europa, alle diese Kriege sind von Europa ausgegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben Menschen beschlossen, ich denke nur an das berühmte Wort von Churchill, das er in einer Rede gefordert hat, 1945, die Vereinigten Staaten von Europa als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass es richtig ist, dass die Staaten von Europa zusammengehen, dass es ein vereinigtes Europa gibt. Ich glaube, es sähe viel, viel schlimmer aus in Europa, wenn wir diesen Weg nicht gegangen wären. Ganz eindeutig. Das ist ein langer Weg, da sind viele nationale Egoismen zu überwinden. Und die eigentliche Frage ist, wie man Europa konstruieren muss. Und da glaube ich, erstens, ich glaube, wir brauchen eine Regierung, die gewählt wird, eine europäische Regierung, die gewählt wird. Das geht nicht an, dass diese Geschichte mit dem Europäischen Rat ist ein Problem. Das wäre so, als wenn der Bundesrat die Regierung entscheidet, als aus den Länderregierungen zusammengesetzt und das noch in geheimer Wahl. Die wesentlichen Entscheidungen werden im Europäischen Rat gefällt, in geheimer Sitzung. Da werden Dinge ausgedealt und niemand weiß warum. Das ist schlecht für die politische Kultur und ist schwierig. Beispiel, wir reden über die Konsequenzen aus der Finanzkrise. Es gibt eine Attac hat seit Jahren gefordert, Finanztransaktionssteuer, Gesamtkonzernbesteuerung, internationale Gesamtkonzernbesteuerung und so weiter. Wir haben einen ganzen Forderungskatalog. Dieser gesamte Forderungskatalog von Attac ist bereits im Europäischen Parlament verabschiedet worden. Wird aber nicht umgesetzt seit Jahren, obwohl die Richtlinien bereits auf dem Tisch liegen, sind erarbeitet worden von der Kommission, wird nicht umgesetzt, weil der Europäische Rat blockiert. Und im Europäischen Rat sitzen die Nationalregierungen, die nur eine nationale Blickweise haben. Wir müssen das überwinden. Wir müssen also eine Reihe von Fragen tatsächlich in Europa den Mut haben zu entscheiden. Wir müssen aber nicht alles in Europa regeln. Wir brauchen auch, und ich habe vorhin über die Kommunen geredet,
gucken, müssen auch gucken, was können wir dezentral besser machen. Wir entscheiden auch viel zu viel in Deutschland zentral und wir entscheiden auch in Europa zu viel. Wir müssen das, da sind die Amerikaner übrigens besser, in den Vereinigten Staaten hat die Bundesregierung kaum etwas zu entscheiden. Die macht im Grunde nur Außenpolitik und einige wenige andere Dinge. Die hat ja kaum was reinzureden, weil fast alle Dinge, die in den Ländern laufen, machen die Länder selbst, die Staaten und Kommunen selber. Die können sogar völlig eigene Steuern und sonst was in sich ausdenken. Die USA ist viel dezentraler als Europa. Aber in den wesentlichen Dingen ist die USA handlungsfähiger. Unser Problem bezüglich der Ukraine und bezüglich Syrien und bezüglich diesen ganzen internationalen Konflikten ist nicht die Frage, ob wir eine Armee haben oder nicht und diesen ganzen Quatschdiskussionen, sondern ist, ob wir es geschaffen, unser Gewicht in eine einheitliche Linie einzubringen. Dass wir Moskau Angebote machen, mit ihnen über Dinge zu vernünftig zu reden, aber sie auch respektieren und so weiter, diese ganzen Diskussionen. Europa spielt praktisch keine Rolle. Die Rolle wurde übernommen und am deutlichsten wurde das, als Merkel und Holland nach Minsk fuhren. Da durfte die europäische Außenministerin nicht mehr dabei sein. Also ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Demokratieproblem in Europa, weil wir auf halbem Weg stecken geblieben sind. Das ist meine Meinung zu der Diskussion. Ja, die Europäer erscheinen als ein Moloch, wird auch so dargestellt von den Nationalregierungen. Die Nationalregierungen laden alles, was unpopulär ist, behaupten sie, das würde Europa machen. Was häufig auch völliger Unsinn ist, weil das machen die Nationalstaaten. Die krumme Banane haben die Franzosen erfunden, wegen ihrer Kolonie. Nicht die Europäer. Die Europäer hätten überhaupt keine Idee gehabt. Das war auch nicht ein Grund aus Wettbewerbsregulierung, sondern die Franzosen brauchten einen Grund, warum sie die Bananen aus ihren Kolonien, die eben kleiner und krummer waren, privilegieren konnten. Und so weiter und so fort. Es sind alles faule Kompromisse, die auf europäischer Ebene gemacht werden, weil die Nationalstaaten sich in Verhandlungen durchdrücken und ihre Nummern spielen. Und die abscheulichste Nummer ist die Europäische Zentralbank. Ja? Ich habe mal gesagt, wenn wir den FED hätten, hätten wir die gesamte europäische Euro-Krise nicht gehabt. Haben mich alle angeguckt. FED, das ist ja ein Ungeheuer. Nein, der FED ist eingeführt worden vor dem Ersten Weltkrieg. Warum? Sag mal, was FED ist, sag mal, die Aus... Auch eine Privatbank. Sag mal FED, was du meinst. Der FED ist eine Staatsbank. Die ist zwar privat organisiert von der Form, aber das ist sind bei uns viele Dinge. Ja, Sparkassen sind auch privat finanziert, sind trotzdem Staatskassen, staatliche Banken. Der FED ist eingeführt worden zur Kontrolle der Konzerne, weil man festgestellt hat, dass die Monopolisierung fortgeschritten ist. Und nach einem Antimonopolierungsakt in den USA ist damals der FED geschaffen worden, muss man wissen, 1911. Also es ist vieles anders. Wenn wir der FED hat in der Wirtschaftskrise nicht den Banken Geld hinterher geschossen, sondern hat gesagt, wenn ihr Geld haben wollt, müsst ihr pleite erklären und dann übernehmen wir euch. So hat der FED das gemacht. Er hat die Banken übernommen und hat sie anschließend wieder privatisiert und dadurch Gewinn gemacht. So, was haben wir gemacht? Wir sind so bescheuert, die Europäische Zentralbank darf nichts tun. Das ist ja das Credo von Deutschland. Die darf nichts tun, sie darf keine Politik machen. Die FED hat die Aufgabe, die Arbeitslosigkeit in den USA niedrig zu machen. Das ist die Hauptaufgabe der FED, muss man wissen. Das steht in der Satzung der FED drin. Die Arbeitslosigkeit muss niedrig sein. Bei der Europäischen Zentralbank steht als Hauptaufgabe, die Inflation niedrig zu halten. Arbeitslosigkeit taucht überhaupt nicht auf in den Statuten der FED. Wer hat das, der EZB. Wer hat das gemacht? Entschuldigung, ich will jetzt nicht einen Stinkefinger sagen, das war auch mal zeigen. Wer hat das gemacht? Das hat Deutschland gemacht. Das hat Deutschland gemacht. Merkel und Weidling und Schäuble und so weiter haben bei der FED durchgesetzt, dass wir eine impotente Bank in Europa haben, die nicht in der Lage ist, vernünftig zu reagieren. Die Engländer haben die gesamten Krisenprogramme gemacht, wie? Die hat die Bank of England finanziert und hat Geld gedruckt. Und hinterher hat sie entsprechende Gewinne damit gemacht. Die Bank of England hat in dieser Zeit Gewinne gemacht und hat die gesamten Krisenprogramme finanziert in England. Deswegen ist England einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Die FED darf keine Programme machen, finanzieren. Die EZB. Die EZB darf keine Programme für den Nationalstaat machen. Also auch ein Beispiel, wo Europa auf dem halben Wege stecken geblieben ist und nicht weiterkommt. Ja? Das Europäische Parlament hat die Finanztransaktionssteuer, die ATTAC, das war ja unsere ursprüngliche Forderung, deswegen bin ich bei ATTAC eingetreten, die Finanztransaktionssteuer zu machen, damit die Börsen kontrolliert werden, damit keine Computer an den Börsen eingesetzt werden können.
Weil die Finanztransaktionssteuer von 0,1% bedeutet, dass jede Transaktion zahlt 0,1%. Das macht ja nichts, ist ja fast gar nichts. Denkt man. Aber wenn ich im Computerrhythmus ununterbrochen kaufe, verkaufe und dann 100 Mal am Tag, dann entstehen natürlich plötzlich, sind das nicht mehr 0,1%, dann sind es plötzlich 10% am Tag. Deswegen um das, diesen Irrsinn zu stoppen, hat damals Attac sich gegründet und gesagt, wir wollen die Finanztransaktionssteuer. Es gibt jetzt 11 Länder, die wollen sie einführen. Im Moment läuft die Debatte immer noch hin und her. Jetzt hat das EU-Parlament wieder einen Beschluss gefasst und die 11 Länder aufgefordert, sofort einzuführen und die anderen Länder aufgefordert, nachzuziehen. Das Parlament mit großer Mehrheit, mit den Konservativen gegen die Stimmen der Liberalen. Muss man sich mal überlegen. Was macht der Europäische Rat, was machen die Länder? Sie diskutieren, sie stoppen und so weiter. Also Europa ist ein Problem, aber es ist nicht das Problem, weil jetzt Europa zu mächtig ist. Sondern Europa ist ein Problem, weil Europa nicht zu Ende gedacht ist. Wir bräuchten einen Verfassungskonvent, um eine Europäische Union zu gründen. Und dann müssten dort bestimmt werden, wie viel zentral, wie viel dezentral, was soll vor Ort, was soll in Kommunen, was soll in Regionen entschieden werden, wie soll das kontrolliert werden. Natürlich ist das nicht einfach. Ja, gut, soweit. Ja, und weitere Fragen? Raul, du hattest eine Frage. Nein, das ist ja. Also ich wollte wissen, ob die Europäische Union irgendwas zu den Kommunen sagt. Also die Europäische Union hat da nicht viel dazu gesagt. Die Europäische Union hat schon ein Programm der Regionen und es gibt auch einen Rat der Regionen mittlerweile als dritte Kammer. Ist eingeführt worden, die hat aber noch nichts zu entscheiden. Aber als dritte beratende Kammer hat man eine Regionalkammer eingeführt. Da werden zum Beispiel aus jedem Bundesland in Deutschland werden dort Abgeordnete hingeschickt, die in dieser Regionalkammer sind. Wie? Frau Merck in Bayern. Ach so, ja. Also Rat der Region. Das gibt es bereits, aber ich weiß sonst nicht, ob die Debatte groß schon angekommen ist. Also diese Debatte um Kommunalisierung ist in Deutschland ganz, ganz neu und ist noch nicht weit fortgeschritten. Das wollen wir erst entwickeln. Ja. Aber was offenbar schon passiert, ist, dass durch diesen Vorrang des Wettbewerbs die Kommunen gar keine Möglichkeit haben, zum Beispiel ihre lokale Wirtschaft zu fördern. Die müssen alles europaweit aufschreiben, zum Teil sogar weltweit. Also jedenfalls an einem bestimmten Punkt, nämlich an einem wirtschaftlichen Punkt, ergibt es durchaus. Also ich glaube, dass dieses Ausschreiben ein Problem ist. Also ich glaube, das ist ein Fehler der Union, das ist auch etwas, was überlegt werden muss. Die Ausschreibepflicht für Kommunen, wenn sie Aufträge vergeben, halte ich für falsch. Es gibt auch andere Dinge, wie dass die Landesbanken amputiert worden sind. War meines Erachtens auch ein Fehler der EU. Also die EU hat gerade im Wettbewerbsbereich Dinge gemacht, die, glaube ich, nicht gemacht hätten werden sollen. Weil wir müssen eine aktive Regionalpolitik machen können. Sehe ich genauso. Ja? Ja, Sie haben das ja jetzt so spannend analysiert und so. Wie ist es denn jetzt, wie können Sie das jetzt umsetzen? Was ist Ihre Handlung? Sie haben das so ein bisschen angedeutet, diese Kampagne, die Kampagne für die Kommunen. Also Sie meinen jetzt bezüglich der Kommunen und so. Wie ist jetzt Ihre praktische, was Sie machen können? Oder was naja, was die Kommunen betrifft, brauchen wir im Grunde einen Aufstand der Kommunen. Ne? Und ich hatte gedacht, man muss das einfach so machen, man schreibt Kommunalpolitiker an und dann unterschreiben die alle und dann macht man einen Aufstand der Kommunen. Das funktioniert aber nicht so, weil die meisten Kommunalpolitiker doch relativ parteitreu sind und dann erstmal fragen bei ihrer Zentrale in Berlin, ob sie das dürfen. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe jetzt eine Reihe Unterschriften, die unterschrieben haben. Auch ein ehemaliger stellvertretender Bürgermeister von München, ein Oberbürgermeister, ein Bürgermeister hat unterschrieben. Also ein paar Leute haben unterschrieben, aber noch nicht so viele. Wir sind jetzt im Gespräch mit den Spitzenverbänden, mit dem Gemeindetag, Gemeinde- und Städtebund. Wie docken Sie an? Also auch vielleicht Bundestag, Landtag oder so? Naja, wir versuchen erstmal die Sie sind doch Politiker, ne? Ich
bin nicht Politiker, ich bin Privatperson, aber ich bin im Bundesvorstand von Mehr Demokratie e.V. Das ist eine Organisation, die sich einsetzt für mehr Demokratie in Deutschland. Und als Mitglied im Bundesvorstand habe ich den Auftrag, mich um diese Kampagne zu kümmern. Und dazu gibt es ein Büro in Bremen, die mich dabei unterstützt. Das haben die bereitgestellt und insofern habe ich ein bisschen Unterstützung und führe jetzt im Grunde bundesweit Gespräche, um diese Kampagne zu organisieren. Wir sind aber ganz am Anfang, habe ich schon gesagt. Ob das was wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich war mal 14 Jahre in der Politik. Ich habe 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Ich war 3 Jahre bei der Bundeswehr auf Offiziersausbildung. Bin aber degradiert worden. Wegen Kaufdorf. War 14 Jahre in der Politik in Schleswig-Holstein. Habe also die Regierung von Heide Simonis mitgemacht. Als Grüner, Fraktionsvorsitzender. Und seitdem bin ich Autor und schreibe Bücher. Und mein letztes Buch ist das hier, von dem ich heute erzählt habe. Und, aber Sie drängen ja doch in gewisser Weise. Ja, ich arbeite, ich sage ja, ich versuche. Dann können wir keinen Dialog führen. Das ja, finde ich jetzt ja, das finde ich unangemessen, auch, wenn wir hier als gut. Gesamte ja. Gruppe ja, zusammen okay. sind. Nein, dann können Sie jetzt nicht anfangen, hier okay. also einzubringen. Nein, es waren doch ganz wichtige Fragen. Also, wie gesagt, Sie fragt, was man politisch machen kann, und ich sage, ich glaube, dass man. Also ich sehe das so, im Grunde, um die Frage zu beantworten. Wir brauchen, wenn etwas verändert werden soll, muss es im Parlament beschlossen werden. Egal jetzt, ob im Bundestag, Landtag oder so. Oder ein Volksentscheid. Dazu bräuchten wir bundesweite Volksentscheid. Damit aber die Diskussion dahin kommt, brauchen wir außerparlamentarische Aktionen. Weil, egal welche Partei, es muss Anstöße von außen geben. Politiker gucken auch immer, was ist mehrheitsfähig. Die Energiewende war auch erst möglich, dass neben der zweiten Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen den Ausstieg aus Atomkraft. Das dauert. So etwas muss sich entwickeln. Das heißt, diese Kommunalisierungsdebatte um konkret bedeutet, wir werden jetzt eine solche Debatte über Dezentralisierung, Kommunalisierung führen müssen in Deutschland. Müssen gucken, wie schnell wir da Leute gewinnen, wie viele Bündnispartner wir gewinnen. Ich werde im Herbst zu einem Netzwerktreffen einladen, alle möglichen Sozialverbände und so, um mal zu gucken. Zu meinem Plan, ob das klappt, weiß ich nicht. Und dann gucken wir, ob wir da was zustande kriegen. Und dann werden wir irgendwann auch die lokalen Gruppen von Attac oder andere ansprechen und fragen, ob sie die Kampagne unterstützen, ob wir vor Ort Aktionen machen und so weiter und so fort. Aber wir wollen natürlich auch die Kommunalpolitiker ansprechen, und zwar von allen Parteien. Also nicht nur die Linken, sondern auch die Konservativen. CDUler müssen ja genauso den Aufstand mittragen wie die SPDler, damit man Erfolg hat. Ja, eben. Sie wollen Kommunalpolitik, Sie wollen den Kommunen mehr Macht wiedergeben oder überhaupt welche. Und im Augenblick funktioniert ja das genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben es ja gerade gesagt, EU-Politik, A, TTIP, CETA, TISA und so weiter auf der anderen Seite. Das heißt, die Kommunal, ich frage mich, wie Sie das anpacken werden, es sei denn, es gibt einen Aufstand von den Kommunen, was ich nicht unbedingt so glaube. Zweitens, viele Gesetze werden ja von der EU gemacht, das heißt, Kreislaufwirtschaft ist jetzt gerade wieder abgebaut. Das heißt, der Juncker hat sie von der Agenda runter. Also es gibt auf einer Seite, macht man ein paar Fortschritte, auf der anderen Seite gehen sie wieder zurück. Genau diese Kompensationsflächen, ne? Diese Idee der Kompensationsflächen. Das heißt, die können irgendwo etwas bauen, aber sie müssen anderswo kompensieren. Ne? Da kaufen sie irgendwo was anderes. Das ist ein so totaler Schwachsinn. Überall, wo es praktiziert wird. Ich will jetzt nicht die Naturschutzpolitik diskutieren, aber das passt ja in ihren. Nein, aber zu der Kernfrage politischer Impetus. Natürlich ist es so. Jede Revolution wird vorbereitet durch geistige Debatten. Die Französische Revolution hätte es ohne Rousseau und Montesquieu nicht gegeben. Natürlich nicht. Und den Atomausstieg hätte es auch nicht gegeben. Sie glauben an Revolution. Den Atomausstieg hätte es auch nicht gegeben, wenn es nicht bereits Vordenker für Alternativen gegeben hätte und wenn es nicht in der Wirklichkeit bereits auch Solarkraft auf den Dächern gegeben hätte. Also warum ist es in Japan nach Fukushima nicht, obwohl die ja den größten Grund kann, hätten auszusteigen, warum sind sie nicht ausgestiegen? Ich frage mich. Ich glaube, so, wir konnten die Alternativen sehen.
Wir hatten in Schleswig-Holstein bereits überall die Windmühlen stehen. Wir haben Solaranlagen stehen. Hier in Bayern, wenn ich rumfahre, sind die Solaranlagen auf jedem Dach zu sehen. Das heißt, wir haben bereits hunderttausende Menschen, die von den Alternativen leben. Das heißt, wir hatten eine Alternative bereits im Kopf, die meisten Menschen. Und deswegen war es möglich, umzudrehen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir es nicht getraut, hätten wir nicht den Mumm gehabt. Die Politik erst recht nicht, aber der normale Bürger auch nicht, der Wähler. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir müssen das Neue muss vorbereitet werden. Das Kommunale ist unglaublich denkbar, aber es gibt auch unheimlich viele Argumente, die dagegen sprechen, die mir dann vorgetragen werden. Diese Debatte muss erstmal geführt werden. Das dauert. Ja, ich sehe noch einen Punkt. Bei uns in Deutschland ist das Interesse an der Politik ganz niedrig. Und das ist deswegen, so sehe ich das, weil, wenn man sich engagiert, es passiert nichts, weil die Entscheidungen so weit oben gefällt werden. Also zumindest ganz lange. Lange dauert es. Wer hat denn schon das Durchhaltevermögen von 10, 20 Jahren, bis dann so ein Atomausstieg passiert? Kurz und gut, ich finde diesen Ansatz von ihm, dass man überhaupt das politische Denken und Engagieren lernt, ganz unten in der Gemeinde, weil da wirklich was passiert, dass es sich lohnt zu engagieren, weil man tatsächlich dann auch sieht, was dabei rauskommt. Und wenn man quasi die Politisierung von unten betreibt, das grundsätzliche Interesse an gemeinschaftlichen Fragen, dann wird sich das auch auf größere Fragen beziehen, die meinetwegen auf höherer Ebene zu entscheiden sind. Ich schlage jetzt vor, dass ich noch eine Wortmeldung und dass ich dann noch eine. Vier Wortmeldungen, 1, 2, 3, 4 und dass wir danach, sage ich dann nochmal was und dann machen wir Schluss, sonst sitzen wir hier noch Mitternacht und dann halt die Hälfte ab. Ich möchte bezüglich Entscheidungsstruktur nochmal auf ein positives Beispiel Dänemark kommen. Vielleicht können Sie dazu etwas mehr sagen. Wie kam es zu dieser positiven Entwicklung? Welche Entscheidungsstrukturen national, kommunal haben da also den Ausschlag gegeben? Ja, da hinten. Die Dame. Sie, ja. Nee, ist nicht hinten, bitte. Okay. Ich wollte nur eine Anmerkung machen, dass ich es ein bisschen schade finde. Der Abend begann mit dieser globalen Weltsicht, also wo steuert die Welt hin, und jetzt sind wir gelandet in der Kommunalpolitik von den reichen Nationen. Aber mich hat die Frage hergebracht, gibt es Ideen, wie können wir die Welt retten und nicht wie können wir Deutschland retten oder Dänemark oder irgendwas verbessern. Also, das ist ein bisschen, finde ich schade, dass der Bogen sich nicht. Oder sag ich was? Gerne. Ja. Dann war die nächste Frage. Sie? Ich möchte was sagen zur Energiewende. Sie haben das viel zu optimistisch geschildert. Hier wirkt sich diese negative Finanzierung der älteren Generation aus. Wie soll ich und andere gedämmte Wohnungen sich leisten? Wie soll ich und andere neue Geräte kaufen? Darum sagte der Herr Weiger von Bund Naturschutz klipp und klar, die Energiewende gibt es nur, wenn die soziale Frage, sprich finanzielle Frage, gelöst wird. Da sehe ich absolut keine Initiative unserer Regierung. Die wurschtelt weiter auf 43%, das ist ihr Ziel. Okay. Und ich habe eine Diskussion mit der Frau Nahles geführt, die war katastrophal, bla bla bla. Meine Fragen hat sie nicht beantwortet, sie vor den Wahlen hat sie gesagt, sie wissen schon von Merkel, dass sie die Mittelrente über die Steuern finanzieren müssen. Und nachher hat sie alles vergessen, wie Schweizer Käse, um den dicken Mercedes zu kriegen und um die fette Pension. Okay, haben wir das? Okay, also. Wie kam es zu Dänemark? Ich glaube, nicht per Plan, sondern es war einfach so, dass in Dänemark die Einkommenssteuer kommunal war. Und das war der Anlasspunkt dafür, dass die Bürger entschieden haben vor Ort, dass die Kommunen mehr Geld kriegen. Und gleichzeitig gab es immer mehr Druck, den Zentralstaat weniger zu geben. Dadurch entstand diese Dynamik. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich das so entwickelt. Wichtig für uns ist, es wird also nicht automatisch kommen, sondern man muss auch die Weichen so stellen, dass sich eine solche Dynamik entwickeln kann.
Das war auch das ungefähr, was ich konzipiert habe und was ich diskutiere. Das ist auch das, was wir jetzt in der Initiative bundesweit versuchen zu diskutieren. Es kommt also auch auf die Strukturen an und nicht nur auf die Frage, wie sind das Steuersystem konstruiert. Es reicht nicht aus, zu sagen, die Kommunen sollen stärker werden, wir geben ihnen mehr Geld. Dadurch wird sich nicht viel ändern. So. Zweitens, globale Welt. Das ist... da muss man zwei Dinge zu sagen. Der eine Punkt ist, wenn wir eine nachhaltige Welt wollen, die weniger verbraucht und weniger Ressourcen verbraucht und gerechter ist, dann ist die erste Voraussetzung, dass wir selber zeigen, dass es geht. Denn wir haben die Mittel. Ja? Zu verlangen, dass andere weniger verbrauchen, also es gibt ja diese Debatten, die Inder, die Chinesen, oder die sollen weniger verbrauchen. Weil die sollen nicht mehr verbrauchen, so, weil die verbrauchen ja noch weniger als wir. Das wird nicht funktionieren, weil alle machen das nach, was die reichsten Länder machen, logischerweise. Ja? Alle machen das nach, was wir machen, was die Amerikaner machen und so weiter. Wenn wir aber vorangehen und zeigen, man kann mit Erneuerbaren leben, dann werden es andere nachmachen. Und da komme ich gleich auf Sie. So wie die Rechnung aussehen, ist es so, dass in 10 Jahren die Erneuerbaren billiger sind als die herkömmlichen. Das heißt, wenn wir jetzt in die Erneuerbaren gehen, ist das auch die günstigere Politik. Der Trick ist nämlich bei den Erneuerbaren, Wind und Sonne sind kostenlos. Öl, Kohle und so weiter werden immer teurer. Die Preise steigen. Auch wenn wir jetzt im Moment gerade einen Sinken der Ölpreise haben, wird es langfristig wieder steigen. Wir haben also permanent steigende Energiekosten. Wir müssen das Zeug importieren. Sonne und Wind haben wir hier im Lande vor Ort. Das heißt, es wird günstiger werden. Und das sagen alle Prognosen, dass wir, heute ist es so bei uns an der Küste, dass die Kilowattstunde mit Windkraft produziert an der Küste kostet zwischen 5 und 6 Cent. Ja? Ein neues Kohlekraftwerk kriegen Sie nicht unter 15 Cent. Das heißt, bevor Sie ein neues Kohlekraftwerk bauen, lohnt es sich heute schon, die Windmühle zu bauen. Das gleiche gilt für Solaranlagen, da ist es was. Lange Zeit hat man gesagt, Solaranlagen werden nie konkurrenzfähig. Wir haben sie gefördert mit 50 Cent pro Kilowattstunde. Heute liegt die Förderung bei 12. Und es ist absehbar, große Felder liegen heute bei 9. Das heißt, heute ist es so, dass die Erneuerbaren praktisch schon am Wendepunkt sind. Und wir haben in den USA bereits die Entwicklung, wo in Sonnenregionen, dass die Solaranlagen bereits billiger sind als die herkömmlichen Kraftwerke und die anfangen, Großanlagen im Solarbereich zu bauen. Das heißt, es ist nicht so, dass, wie Sie befürchten, dass es alles teurer wird. Nein, aber ich kann mir keine neuen Geräte, ich muss warten, bis der Kampf recht wird, deutsch gesagt. Das ist eine andere Geschichte. Warum muss ich so viel Energie erzeugen, wenn ich von vornherein durch neue Geräte weniger verbrauchen könnte? Ja. Genau ist es mit Wohnungen. Für mich ist das eine idiotische, wie der Ding gesagt hat, es gibt keine Energiewende, wenn ganze Bevölkerungskreise kein Geld haben, um mit die moderne Technik zu leisten. Da haben Sie recht. Jetzt sind wir nicht beim Strom, sondern jetzt sind wir bei der Heizung. Wir müssen im Heizungsbereich praktisch den Niedrigenergiestandard bundesweit einführen bis 2050. Das ist das Ziel. Damit können wir 2/3 der Energie einsparen im Heizungsbereich. Diesen Niedrigenergiestandard einzuführen bedeutet, dass wir jedes Jahr ungefähr 2,5% aller Wohnungen umstellen. Im Moment sind wir nur bei 0,6. Das heißt, wir müssen noch mal wesentlich zulegen. Wir müssen noch mal die Geschwindigkeit des Sanierens von Häusern vervierfachen. Und das bedeutet, wir brauchen finanzielle Unterstützung, finanzielle Anreize, finanzielle Fördermittel, damit im Wohnungsbereich wesentlich mehr passiert. Das Gleiche gilt für Haushaltsgeräte. Wir müssen auch im Bereich der Haushaltsgeräte dafür sorgen, dass es sozusagen, wenn ich jetzt Energie, einen alten Kühlschrank habe, der sehr viel Energie braucht und führe dazu einen neuen Kühlschrank ein, dass ich entsprechend Unterstützung kriege, damit sich das lohnt, oder Finanzierungsmodelle, damit sich das lohnt und so weiter. Es kann nicht sein, dass die sozial Schwachen praktisch auf dieser Aufgabe alleine sind. Aber diese Rente zwingt ja dazu, dass man den ältesten Karren oder den größten Stromfresser wieder kauft. Ich gebe mir 3 Stufen, ich muss immer Stufe 1 kaufen, weil es der billigste Apparat ist. Ja. Aber die Regierung zwingt mich dazu. Die haben 700 Milliarden aus der Rentenkasse gestohlen. 700 Milliarden. Und niemand widersprochen. Also ich war noch bei der globalen Welt. Ich hatte gesagt, der eine Thema ist, wir müssen ein Vorbild sein. Wir, wenn nicht wir, können finanzieren,
eine nachhaltige Gesellschaft. Und wenn wir es schaffen, den CO2-Ausstoß zu senken, und wenn wir es schaffen, Gleichgewichtsbedingungen zu erfüllen, dann schaffen wir damit ein Vorbild für jedes andere Land. Und die werden es nachmachen, da bin ich absolut sicher. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir teilweise Strukturen haben, und das gilt, ich bin jetzt ganz besonders bei Afrika, aber natürlich auch im Nahen Osten. Wir haben Strukturen, autoritäre Machtstrukturen, katastrophale Strukturen, die dazu führen, dass Länder in der Falle sind, dass sie aus der Falle nicht rauskommen. Und wir haben im Grunde, wenn man überlegt, was die EU gemacht hat, warum ist zum Beispiel der Balkan nach der großen Katastrophe im Balkan, warum bewerben sich alle Länder des Balkans um eine Mitgliedschaft in der EU? Die EU hat ein Modell gemacht, was ich ausgesprochen spannend finde. Sie bietet finanzielle, sie sagt, wenn ihr, in die, ihr könnt in die EU kommen, es gibt finanzielle Ausgleichsmittel, es gibt finanzielle Unterstützung. Also das, was es sonst nur national gibt in Deutschland, dass man das Bayern-Mecklenburg unterstützt, ist ja so. Oder Bayern oder Oberbayern unterstützt Franken, ja, findet ja auch statt. Das findet jetzt auch im Rahmen der EU statt. Wir haben erhebliche Transfermittel in der EU von den reichen Zentren in die ärmeren Länder. Das hat auch dazu geführt, dass die Unterschiede in der EU rapide abgenommen haben. Trotz Griechenland. Auch Griechenland hat unheimlich gewonnen insgesamt von der EU. Das wurde, also der Wohlstand in Griechenland vom Eintritt und der Antrittszeit. Griechenland hatte 2008 Italien überholt im Bruttosozialprodukt. Jetzt sind sie wieder 20% zurückgefallen. Aber auch in Griechenland, Griechenland ist ja nicht das ärmste EU-Land, sondern ist eins der wohlhabenden Hälfte. Das muss man ja immer im Kopf haben, wenn man über die Katastrophe in Griechenland redet. Die Katastrophe ist die hohe Arbeitslosigkeit. Und die Unfähigkeit oder die Probleme der Steuereinziehung. Aber das wollen wir heute nicht diskutieren. Kommen wir aber zu Afrika. Ich glaube, wir müssen Angebote machen. Das Angebot der EU bestand einerseits darin, zu sagen, ihr kommt in ein System ein, wo ihr auch Fördermittel kriegt, wo wir uns auch unterstützen. Aber andererseits erwarten wir für euch, dass es Maßnahmen gibt im Bereich Demokratisierung, Korruptionsbekämpfung und so weiter. Der Kodex Umweltstandards, Sozialstandards etc. Der Kodex der Europäischen Union ist im Moment ein Buch von 30.000 Seiten. Das macht die EU auch so kompliziert. Jedes Land, das eintreten will, die Türkei ist ja zum Beispiel gerade dabei, diesen Prozess zu durchführen, muss also diese 30.000 Seiten durcharbeiten und in nationales Recht umsetzen. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Das ist aber der Prozess, wo gesagt wird, ihr müsst bestimmte Standards erreichen. Ihr müsst Rechtsstaatlichkeit, ihr müsst Unabhängigkeit von Gerichten, ihr müsst Korruptionsbekämpfung machen und so weiter. Diese Geschichten. Sonst geben wir euch kein Geld. So, und wir müssen im Grunde Angebote machen, wenn ich jetzt nach Afrika denke, zu sagen, okay, wir machen einen neuen Typus von Zusammenarbeit mit Ländern außerhalb von Europa. Muss ja nicht in die EU aufgenommen werden, sondern aber wir müssen einen Typus von Zusammenarbeit machen, und das ist eine andere Art von Entwicklungspolitik, als wir es heute machen. Heute gibt man Geld und dann passiert irgendwas oder auch nichts. Die Entwicklungspolitik, Geld geben, ist ja häufig auch kontraproduktiv. Dazu kommt, dass die reichen Eliten aus den dritten Ländern, ich habe das ja, weil ich immer Vorträge über internationale Steuersysteme und Steueroasen mache, ein Drittel aller Gelder in den Steueroasen, das ist mittlerweile ein Viertel des Weltvermögens, muss man wissen. Von den 200 Billionen Weltvermögen liegt bereits ein Viertel in den Steueroasen. Und ein Drittel davon stammt aus Entwicklungsländern. Und teilweise Schwellenländern. Das heißt, das sind Machthaber, Diktatoren, die das Geld rausbringen. Die Steuerverluste durch die Steueroasen von Entwicklungsländern sind bereits wesentlich höher als die Entwicklungshilfe. Das heißt, wir müssen eine andere Art von Zusammenarbeit etablieren und müssen dadurch auch den Wettbewerb mit China nicht steuern. Das könnte auch die EU als Ganzes machen. Dass die EU sagt, wir installieren eine neue Art von Zusammenarbeit. China macht im Moment eine Zusammenarbeit und sagt, wir versuchen jetzt eine neue Art Zusammenarbeit machen. Ihr habt schlechte Erfahrungen im Westen gemacht, jetzt bieten wir euch was anderes an. Die steigen ganz groß in Afrika ein. So. Das muss nicht schlimm sein. Es kann sein, dass das schlecht ist, kann auch sein, dass es gut ist. Das wird die Geschichte erweisen. Aber warum machen wir nicht gute Angebote?
Ja? Warum machen wir nicht gute Angebote, die auch gute Stadt sind? Gute Angebote sind natürlich immer Angebote, dazu nicht den Leuten Geld zu geben und zu gucken, was macht, sondern Standards voraus, also Standards einzufordern und Qualitätsstandards zu verlangen. Und vor allen Dingen das entscheidende Punkt, was in Afrika der Fall ist, ist natürlich Demokratisierung. Und ich bin überzeugt, nehmen wir mal das Beispiel Griechenland. Warum ist Griechenland, was vorher eine Militärdiktatur war, zur Demokratie gekommen? Weil sie in die EU wollten. Die konnten den Zug nicht mal aufhalten. Warum ist Spanien eine Demokratie geworden? Die wollten in die EU. Portugal wollte in die EU. Da gab es eine Revolution. Das haben wir alles vergessen. In Nordirland gab es Bürgerkrieg gegen England. Heute, der Friedensprozess war erst möglich, als Irland und England in der EU waren. In Norditalien gab es eine Befreiungsbewegung der Tiroler gegen Italien. Also in meiner Kindheit hatten wir noch, als ich nach Italien fuhr, wurde noch gesagt, die Pässe darf man nicht fahren, da werden Bomben geschmissen. So war das. Ja? Heute ist das befriedet. Deutschland und Italien sind beide in der EU, Österreich auch, spielt keine Rolle mehr. Das heißt, wir müssen diesen Prozess auch übertragen auf andere Länder. Ich glaube, dass die Europa auch etwas anzubieten hat und etwas vorzuweisen hat. Und das heißt eine neue Art von Zusammenarbeit. Wir müssen die Tradition des Lomé-Abkommens, wo man damals ja Europa Angebote gemacht hat an Länder, das ist ja abgebrochen worden. In den letzten Jahren ist es ja so, dass im Grunde die internationalen Verhandlungen stocken. Ja, seit Doha, das war 1999, seitdem gibt es kein neues Abkommen mehr in der Welthandelsorganisation. Warum? Weil die Entwicklungsländer sich weigern, weiter mit den Industriestaaten zu verhandeln, solange die nicht die Agrarmärkte öffnen. Ja? Wir wollen, dass die unsere Industriewaren kaufen, aber wir sind nicht bereit, die Agrarmärkte zumindest teilweise für die Entwicklungsländer zu öffnen, die uns ja sozusagen da auch Chancen hätten. Ja? Dieses Abschotten der Agrarmärkte, das kann nicht von heute auf morgen passieren, das ist ein Prozess, aber diese Abschottungspolitik der Industriestaaten bei Agrar und gleichzeitig das Verlangen, Freihandel für alles andere, machen die Entwicklungsländer seit 1999 nicht mehr mit. Das ist übrigens der Grund für TTIP und CETA, macht ihr wahrscheinlich auch eine Kampagne. Die ganze TTIP und CETA als bilaterale Abkommen ist nur deswegen gemacht worden, weil man bei der WTO gescheitert ist, weil die Entwicklungsländer nicht mehr mitmachen. Und jetzt versucht man bilaterale Abkommen machen und die Entwicklungsländer auszuboten. Das Ganze ist nämlich nicht nur ein Problem für Deutschland, sondern es ist vor allen Dingen ein Entwicklungsproblem. Es ist ein Ausbeutungsproblem gegenüber dem Rest der Welt. Die Amerikaner und Deutschland und Europäer wollen jetzt Standards setzen, ohne dass der Rest beteiligt wird. Das ist die Idee bei diesen Abkommen. Von daher ist diese Dimension, die Sie gefragt haben, ist natürlich eine ganz wichtige Frage und ist eine entscheidende Frage. Und ich glaube, dass wir diese Debatte um eine Entwicklungspolitik, auch in den Entwicklungsorganisationen übrigens auch hier in Deutschland, in den Gruppen, die Entwicklungspolitik machen, die ja häufig noch so karitative Geschichten im Kopf haben, manchmal auch schon anderes, manchmal werden ja Wirtschaftsprojekte unterstützt und solche Sachen. Also wir müssen auch da mit dem, was wir hier tun, umdenken und in eine neue Richtung denken, damit wir die Entwicklungspolitik umdenken. Ich glaube, das gehört mir zu. Das habe ich jetzt aus dem Weg gelassen, aber weil Sie danach gefragt haben, wollte ich das nochmal anführen. Ja, ich habe jetzt die Fragen, hoffe ich, nicht ein bisschen beantwortet wenigstens. Erschöpfend wird es nicht gehen. Ja, und ich kann nur jedem wünschen, bleiben Sie aktiv, tun Sie was. Die Politik kann geändert werden. Es lohnt sich, sich zu engagieren. Demokratie ist lebenswert. Über Jahrtausende haben die Menschen keine Demokratie gehabt und es war viel, viel schlimmer. Also es lohnt sich wirklich, sich für Demokratie zu engagieren. Und es ist traurig, wenn junge Menschen sagen, Demokratie lohnt sich nicht. Wir müssen alles tun, dass Demokratie wieder lebenswert wird, dass die Leute sich auch dafür begeistern können. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und danke fürs Zuhören.